Wo anfangen? Es gibt vermutlich keine effektivere Art und Weise, die eigenen schwer erarbeiteten Abo-Zahlen auf YouTube zu dezimieren, als ein Video über Migranten zu machen. Ich habe diesen Videokanal Denkreisen genannt, was auf jeden Fall nicht arrogant gemeint war, als wäre hier der ganz große Intellekt zu Hause. Da gibt es unzählige Kanäle, die von deutlich größeren Geistern gestaltet werden. Menschen, die viel mehr Klarheit besitzen in diesem Morgennebel eines neuen, rätselhaften Zeitalters. Doch die Ironie dieser Tage besteht darin, dass ich es mir durchaus leisten kann, mein Palavern hier in einen vergeistigten Kontext zu stellen. Denn der bahnbrechende Schwachsinn, der überall en vogue geworden ist, erzeugt einen Auftrieb, dem ich mich nur schwer erwehren kann. Wir haben einen Punkt erreicht, an dem so viel Unsinn im Umlauf ist, so viel geistig verkommener Blödsinn, dass dies sogar mich wie einen Denker aussehen lässt. Wir sind in der ultimativen Pokémon-Phase angekommen. Im 19. Jahrhundert wäre ich mit meiner nicht vorhandenen Bildung höchstens dazu berufen, um auf irgendeinem Bauernhof Mist zu schaufeln und die kreischenden Mägde zu belästigen. Hier in dieser Welt bin ich geradezu ein Philosoph. Und wie gesagt, dies hat nur sehr wenig mit meinen Leistungen zu tun, die letztendlich mickrig sind. Es hat damit zu tun, dass kulturhistorisch diese Gesellschaft in einem Ozean aus geistiger Scheiße versinkt und es auch noch jubelnd feiert. Das zentrale Thema und Anliegen in vielen meiner Videos besteht darin, die Leute zu ermahnen, sich von dem größten Gift unserer Gesellschaft hier in Deutschland, aber auch in Europa nicht vereinnahmen zu lassen. Oh ja, da kommt das Wort wieder. Die Polarisierung der Gesellschaft ist ein Vorgang, der unaufhörlich unser Gemeinwesen zersetzt. Vor 20 Jahren waren wir noch darüber erstaunt, wie es nur sein kann, dass in einem Land wie Jugoslawien plötzlich alles in einen Wirbelwind der Gewalt stürzt und plötzlich Nachbar gegen Nachbar kämpft, nur weil der eine Serbe ist, der andere Kroate, der nächste Bosnier, der andere Kosovare. Doch diese Leute, und mochten sie letztendlich irregeführt sein, diese Leute hatten wenigstens eine archaische, alte Ausrede parat, die Berufung auf historische und nationalistische Ideen und territoriale Ansprüche, die schon immer da gewesen waren, doch durch die Nachkriegspolitik für eine Weile zum Verstummen gebracht wurden. Wir haben diese Ausrede nicht. Die Risse, Frakturen und Spalten, die nun durch Deutschland und durch Europa gezogen werden, haben keine sinnhafte Bewandtnis. Und sie existieren nur aus zwei Gründen. Zwei Gründen, die gänzlich komplementär sind. Erstens, das Land ist gespalten, weil es darin Elemente gibt, die es brauchen, dass es gespalten ist, dass sie nur inmitten dieser Zwietracht gedeihen können und ihre perfide Agenda vorantreiben können. Und zweitens, weil 30 Jahre miserabler politischer Gestaltung dazu geführt haben, dass flächendeckende Dummheit Aufwind bekommen hat, bewaffnet mit Smartphones und Facebook und der lächerlichen Idee, dass jeder etwas zu sagen hat. Diese beiden Gründe nähren einander wie Sauerstoff und brennendes Kerosin, das von beiden Seiten unentwegt hinzugefügt wird. Und daran kann auch ich nichts ändern. Man kann ungebildete Leute wie mich etwas gebildeter machen, aber man kann nicht dumme Leute klug machen. Diese Pille existiert leider noch nicht. Also machen wir mal eine neue Denkreise, eine richtige Denkreise. Wer an Bord kommen möchte, soll es nun tun, doch dies ist keine Expedition mit verkürzten Schlussfolgerungen. Wer schnelle, sloganhafte Antworten sucht, soll jetzt lieber aussteigen, bevor der Zug losfährt. Ich habe mich zu lange davor gedrückt, über den größten Polaritätsriss zu sprechen, der gegenwärtig hierzulande existiert. Über das gespaltene Verhältnis der Deutschen zur Migration. Über die AfD. Über den Islam. Es ist ja so viel leichter, dort Zuflucht zu suchen, wo all dieser Geistesmüll nicht existiert. In meiner Welt ist es die Musik. Und zu allen diesen Vorgängen zu schweigen, erschien mir immer gesünder. Ich meine, wer will sich den Wirrwarr schon antun? Die unqualifizierten Reaktionen. Übrigens, 15 Minuten von hier wohnt Drachenlord. Will ich Teil dieser Welt sein? Kaum. Mir geht es sicherlich nicht darum, zu provozieren. Und die Fragestellung ist bei mir durchaus ernsthaft. Wie wollen wir leben? Wie wollen wir miteinander leben? Wenn ich nun über mein Verhältnis zu Deutschland und in diesem Sinne auch meine Haltung zur gegenwärtigen Migration und ihren sozialökonomischen Konsequenzen spreche, so geschieht dies unter einigen Prämissen, die mich ein wenig von den meisten Menschen, die sich dazu nun äußern, zumindest hierzulande, unterscheidet. Und dies betrifft folgende Punkte. Erstens,
Ich bin kein Deutscher und fühle mich somit nur in sehr loser Weise an das Prädikament der deutschen Gesellschaft gebunden, sprich jeglichen Umgang mit den Xenoi, also den Nichtdeutschen, unter der Bürde der historischen Schuld zu sehen. Meine Großmutter wurde in Südfrankreich geboren und mein Großvater stammt aus dem osteuropäischen Ruthenien. Er kämpfte auf der Seite der Roten Armee und war Teil der ostkarpatischen Operation. Meine historische Verantwortung ist somit nicht Teil des kollektiven deutschen Erbes. Ich bekenne mich zu dem deutschen Grundgesetz nicht aus historischer Verantwortung heraus, sondern infolge einer intellektuellen Reifung. Und ich bin übrigens der Meinung, dass ich, falls ich dieses Grundgesetz nicht mehr anerkenne, in diesem Land auch nichts verloren habe. Zweitens, ich habe in meinen jungen Jahren in einem Migrantenheim gelebt und kann somit gewisse Aspekte des Lebens dort und der Psyche des Flüchtlings besser beurteilen als jemand, der noch nie mit diesen Dingen in Berührung kam und es nur durch Zeitungsartikel und schlecht gemachte Internet-Memes erlebt. Drittens, mein Lieblingsphilosoph ist Platon und nicht Sido oder Kollegah und auch nicht Thilo Sarrazin. Wenn Platon sich hier bei uns umsehen würde, würde er vermutlich herzlich lachen und dann vorschlagen, dass man uns alle auf irgendeine Strafinsel verbannt. In seinen Augen wäre diese Gesellschaft vermutlich zu krank, um noch von einem Arzt gerettet zu werden, aber sollte man dennoch versuchen, angesichts der ausgewachsenen Geschwüre noch einen Rettungsversuch zu unternehmen, hätte er einige interessante Vorschläge zu machen. Und ja, ich werfe das zwischendrin ein, wer mich grundsätzlich irgendwo in einem linksideologischen Lager ansiedelt, wird nach diesem Video außerordentlich enttäuscht sein. Wer mich in einem rechtsideologischen Lager ansiedelt, wird nach diesem Video außerordentlich enttäuscht sein. Gerade diese altbackene Links-Rechts-Polarisierung ist ein Teil des Problems und ich weise sie ausdrücklich von mir. Ich bin übrigens kein Gegner der Realpolitik, das ist ein Missverständnis. Wäre ich ein Politiker, wäre ich sicherlich ein Verfechter der Realpolitik, da sie vergleichsweise den effektivsten Ansatz zur Durchsetzung von politischen Interessen darstellt. Aber im Inneren der eigenen Gesellschaft ist es ebenso ein Imperativ, die eigenen Politiker auf den Zehenspitzen zu halten, sprich unter strengster Aufsicht, denn eine unkontrollierte Realpolitik driftet, wie jede andere Machtposition, nach einer Weile hin zu Seilschaften, Amigo-Affären und Günstlingswirtschaften. Somit, man kann sich durchaus gleichzeitig zur Realpolitik bekennen und zugleich für sich selbst eine stark idealisierte Position einnehmen. Das ist nicht wirklich ein Widerspruch. Und das mag gerade in Deutschland den Politikern nicht schmecken. Die politische Klasse hier ärgert sich ständig darüber, wenn der Bürger am realpolitischen Seil nicht mitzieht. Joschka Fischer kriegt da auch mal richtige Wutanfälle dabei. Doch es ist nicht die Aufgabe des Bürgers, Denkstrukturen der Politiker anzunehmen. Die Aufgabe des Bürgers besteht darin, dem Politiker auf die Finger zu schauen. Ständig. Die zivile Bevölkerung muss klare Signale über ihre Sorgen und Nöte senden und nicht verwaschene Talkshow-Botschaften. Somit, die Politiker müssen realpolitisch sein, die Bürger müssen idealistisch sein. Das schmeckt den Politikern nicht und das ist auch gut so. Doch das nur am Rande. Der springende Punkt ist, wer sich heute politisch polarisiert, lässt sich zunehmend zu einem extrem einseitigen Bekenntnis zur Migration zwingen. Und dieses Bekenntnis ist damit weitgehend falsch und nicht zu Ende gedacht. Und hierbei spielt es keine Rolle, ob man die kurzsichtigen Sprüche der Grünen nachäfft oder ob man die verlogenen Parolen der AfD vorplappert. Beides ist nur ein Teil des Übels. Es besitzt keinen Lösungsansatz. Es ist nicht konstruktiv. Es ist nicht zukunftsweisend. Es ist nur eine verzweifelte politische Suche nach einem Antipoden, den man im Verlauf der Wahlkampagne dämonisieren kann. Bei diesem polarisierten Auftreten wird unfreiwillig erreicht, dass die eigenen Aussagen der Gegenseite nützlich sind, dass sie leicht aus dem Kontext gerissen werden können, um dann als Vorlagen für Hasskommentare und obskure Memes zu dienen. Erneut haben wir hier eine Situation, wo sich zwei Komponenten lediglich gegenseitig entfachen und nähren, während das betreffende Feuer immer größer wird und der Brand findet inmitten unserer Gesellschaft statt. Wer sich von polarisierten Begrifflichkeiten der Gutmenschen und Wutbürger vereinnahmen lässt, disqualifiziert sich selbst. Diese Ausdrücke sind abzulehnen und damit auch das teilweise manipulative Verhalten, das in beiden Lagern besteht. Das Gestaltungsprinzip meiner Videos war immer, oder zumindest habe ich mich darum bemüht, darauf ausgelegt, dass ich meine eigenen Erkenntnisse nochmal Revue passiere und somit den Zuschauer an dem Gedankenprozess teilhaben lasse.
Wenn ich nun über Platon und die Gegenwart sprechen möchte, so kann ich nicht einfach nur irgendwelche Schlussfolgerungen und Ansagen hier platzieren, sondern muss den Prozess offenlegen, der zu ihnen geführt hat. Reden wir also ein wenig über Platon. Doch um über Platon zu sprechen, muss man zuerst über Sokrates reden. Die beiden Namen sind voneinander untrennbar und man muss schon ein großer Philosophiefachmann sein, und das bin ich nicht, um die Nuancen zwischen den beiden zu unterscheiden. Für Friedrich Nietzsche bestand da ein großer Unterschied, denn in seiner Schrift »Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen« beschreibt er Sokrates als den letzten Repräsentanten einer verlorenen Ära, während mit Plato ein neues philosophisches Zeitalter beginnt, eines, das ihn deutlich weniger interessierte. Doch für den Laien verschwimmen diese beiden Personen geradezu zu einer philosophischen Einheit, und was die großen Themen der platonschen Philosophie betrifft, mag das auch in Ordnung sein. Ich möchte mich an dieser Stelle nur mit einem besonderen Werk von Platon beschäftigen, das meiner Meinung nach in jedem Haushalt stehen sollte und nicht die Bibel. Ich spreche von Der Staat im Original Politeia, was übersetzt allerdings nicht Der Staat bedeutet. Der Grund, weshalb Politeia heute im Deutschen als Der Staat übersetzt wird, hat vermutlich mehr damit zu tun, dass es zuerst lateinische Abschriften gab, die unter dem Titel Res Publica verbreitet wurden. Doch der Ausdruck Politeia war schon für Platon ein Wortspiel, das die fließende Natur der hier betrachteten Dinge einfangen soll. Der Wortkern ist natürlich die Polis, und das ist, worum es in diesem Buch geht, der Zustand der Polis als das zentrale Objekt unserer Betrachtung. Für uns heute ist die Polis der Staat, aber vielleicht auch schon Europa. Die Polis ist aber auch das Grundgesetz und der soziale Vertrag, der zwischen uns allen besteht. Und das ist, was beim Lesen von Politeia unentwegt auf dem Prüfstand steht. Man könnte also auch mutig sein und den Begriff Politeia auch so übersetzen: über das Leben in der Gemeinschaft oder ganz einfach das Zusammenleben. Die zentralen Themen in diesem Hauptwerk von Platon sind erstens Gerechtigkeit und zweitens das gute Leben. Platon und Sokrates geht es darum, was die ideale Polis wäre und wie man sie erreicht und wie man sie beherrscht. Und damit aber auch die Frage, ob man es denn überhaupt so will. Für Platon ist die ideale Polis eben ein Ausdruck von Gerechtigkeit und von gutem Leben. Diese beiden Themen sind unmittelbar miteinander verwachsen. Und das muss man niemandem erklären, das eine bedingt schließlich das andere. Gutes Leben setzt einen hohen Grad an Gerechtigkeit voraus und Gerechtigkeit fällt vor allem jenen leicht, die ein gutes Leben führen. Ich muss niemandem erklären, dass Armut Kriminalität erzeugt. Genauso wie übermäßiger Reichtum Kriminalität erzeugt, es ist dann nur eine andere Art von Kriminalität. Doch lassen wir mal diese Kriminalität der Reichen beiseite. Das ist ein Problem, dessen Lösung Deutschland emotional scheinbar nicht gewachsen ist. Das ist eine Baustelle, die lassen wir jetzt mal einfach beiseite. Die Aushöhlung des Staats durch die Betuchten, die Reichen dieses Landes mit ihren Cum-Ex-Geschäften, mit ihren Briefkastenfirmen in der Karibik etc. Ein Urwald für sich, und ich befürchte, dass am Ende dieses Gesprächs das Thema ohnehin uns wieder zurück in den Rücken fällt. Denn letztendlich könnte möglich sein, dass die Kriminalität, die aus der Armut hervorgeht, und die Kriminalität, die aus dem Reichtum hervorgeht, sich gegenseitig bedingen. Wie wäre es damit? Doch Platons ideale Polis ist so strukturiert, dass Ungerechtigkeit sofort sichtbar wird, während Gerechtigkeit als der natürliche Zustand empfunden wird. Das ist eine Utopie, und Platon war natürlich der erste Utopist. Doch eine solche Gesellschaftsstruktur, wie er sie beschreibt, ist kein Geschenk, der durch einen politischen Geniestreich herbeigeführt wird. Sie ist hart erarbeitet von jedem Einzelnen und kommt nicht ohne Opfer. Und das Opfer heißt immer Freiheit. Das Opfer heißt Egoismus. Daran führt bei Platon kein Weg vorbei. Hätte Platon eine Zeitreise in die Gegenwart gemacht, er hätte uns vermutlich ausgelacht oder zumindest in den Arsch getreten, denn es wäre ihm aufgestoßen, dass wir noch immer glauben, unseren Freiheitsdrang maximieren zu können, während wir ständig von dem Wunsch beseelt sind, die Welt zum Besseren zu verändern. Also im Detail wollen die meisten von uns gar nichts verändern. Wir kreischen nur auf Twitter. Verändern sollen die anderen. Aber sie sollen die Quadratur des Kreises bewirken. Die Welt soll unbedingt besser werden, doch unsere Freiheit muss unantastbar bleiben. Das ist ein riesiges Problem.
Die Politeia ist ein Dialogbuch. Platon lässt hier seinen Mentor Sokrates als den Ich-Erzähler auftreten und verwickelt ihn in Gespräche mit unterschiedlichen Partnern, überwiegend Glaukon und Adeimantos, die übrigens beide Platons ältere Brüder waren. Die Vorstellung, die wir von Sokrates haben, ist heute somit stark davon geprägt, wie Platon ihn in seinen Schriften verewigt hat. Platon ist Sokrates zum ersten Mal begegnet, als er ungefähr 13 oder 14 Jahre alt war. Sokrates war damals schon ein prominenter Stadtphilosoph, berühmt für seine Freude an Streitgesprächen. Somit lässt sich annehmen, dass der junge Platon damals tatsächlich daneben gesessen hat, während seine Brüder mit Sokrates gehadert haben. Sokrates war ein Mann, der aus keinen allzu betuchten Verhältnissen stammte. Sein Vater war wohl Bildhauer und seine Mutter Hebamme. Auch Sokrates schlug die Laufbahn eines Künstlers ein, was damals allerdings weniger vergeistigt war, sondern vielmehr am Bauwesen stand. Häufig wird auch angenommen, dass Sokrates, wie schon sein Vater, an der Entstehung der Akropolis mitgewirkt hat und dort die eine oder andere Statue beitrug. Die mittleren Jahre von Sokrates sind auch vom Krieg geprägt. Er war für eine Weile ein schwer bewaffneter Hoplit, der an mehreren Belagerungen und Schlachten in dem berühmten Peloponnesischen Krieg teilgenommen hatte. Also dem Krieg zwischen Athen und Sparta, der letztendlich zugunsten von Sparta entschieden wurde. Und dies ist insofern wichtig für Sokrates und Platon, als dass die Konsequenzen des Krieges dazu beitrugen, dass beide Männer innerhalb der politischen Wirren und Umstrukturierungen eine ganze Bandbreite an Regierungsformen am eigenen Leib erlebt haben, was sichtlich zu ihrem Weltbild beitrug. Platon war im Gegensatz zu Sokrates aus einer gehobenen Familie, die es gewohnt war, politische Würdenträger zu stellen. Er war also durchaus vermögend und wurde von der eigenen Familie unentwegt dazu angehalten, sich politisch zu beteiligen, was Platon jedoch zugunsten einer Rolle als Philosoph und Autor abgelehnt hatte. Sicherlich einschneidend war für Platon die Erfahrung von Sokrates Tod. Sein Mentor wurde von einem demokratischen Gericht zum Tode verurteilt und dies prägte Platons Skepsis gegenüber der Demokratie. Platon lehnte die Demokratie letztendlich als unzulänglich ab, was ihn gerade heute so umstritten macht, denn die Demokratie ist in unserer Gesellschaft diese dürre, heilige Kuh geworden, die zwar kaum noch auf eigenen Füßen stehen kann, doch weh dem, der ihre Legitimität in Frage stellt. Und um diese Themen wird es mir hier sicherlich gehen. Anzumerken sei vielleicht noch das interessante Detail, dass Sokrates nie Texte geschrieben hatte. Er war ein klassischer Verfechter des unmittelbaren Gesprächs in einer Philosophieschule oder draußen in der Agora, also unter Menschen. Platon war hingegen vielmehr ein Verfasser, aber auch ein Gründer. Dies war letztendlich auch seinem Vermögen zu verdanken. Während Sokrates eine eher kleine, private Philosophieschule betrieb, erschuf Platon die erste richtige Akademie und somit vermutlich eine der ersten Hochschulen unserer Zivilisation. Ich möchte nachfolgend einen Überblick schaffen über die Polis, wie Platon sie in der Politeia seinen Mentor Sokrates entwerfen lässt. Und hier stoßen wir bereits auf ein gewisses Problem. Sokrates neigt nicht dazu, einfach nur Sprüche zu klopfen und die Zuhörer respektive Leser vor vollendete Tatsachen zu stellen. Seine Methode, die man heute als Mäeutik bezeichnet, also die Hebammenkunst, basiert auf der Idee eines ausführlichen Dialogs, bei dem die Erkenntnis nicht einfach nur serviert wird, sondern mühsam geboren wird. Erst wenn man die Dinge unter allen gebotenen seelischen Schmerzen durchdrungen hat, kann man für sich beanspruchen, in die Nähe der Erkenntnis oder gar Wahrheit, um dieses Wort mal zu benutzen, zu gelangen. Alles andere ist nur läppische Meinungsmache. Reden wir doch mal in diesem Zusammenhang über die hirnrissige Dreckswelt der Social Media, in der wir nun leben, in der jeder halbe Gedanke sofort per Twitter oder Facebook hinausgeblasen wird, ohne dass die Urheber auch nur eine Minute Zeit sich genommen haben, um über den betrachteten Gegenstand nachzudenken. In der Zeit Platons gab es dafür übrigens ein Wort, Doxa. Es ist all das, was wir heute überall sehen können, das zwar sehr laut hinausgeschrien wird, aber letztendlich nur eine einseitige Meinung darstellt. Oft ist diese Meinung das Ergebnis eines Denkprozesses, der kürzer war, als jene Zeit, die nötig war, diese Meinung aufzuschreiben und auf Senden zu drücken. Auch deshalb würde uns Platon vermutlich in den Arsch treten, denn die Vorstellung, dass so viele Menschen einfach nur halbgares Zeug von sich geben, das weder durchdacht ist, noch auch nur eine Spur von Intelligenz vermuten lässt,
hielt er für ein Gift, das imstande ist, eine ganze Gesellschaft oder Polis zu zersetzen. Und angesichts unserer kollektiven Entwicklung im Zeitalter der Fake News kann man es ihm kaum verübeln. Doch deshalb war Platon davon überzeugt, dass eine solche Demokratie letztendlich nur eine Diktatur des Pöbels ist und damit unweigerlich eine Vorstufe der Tyrannei. Die gefiel Platon noch weniger, doch es war ihm nicht entgangen, dass die meisten Tyrannen von jubelnden Demokraten ins Amt gehoben wurden. Das Problem, das nun in diesem Video besteht, liegt also darin, dass ich nicht diesen langwierigen Weg der Mäeutik einschlagen kann, denn das würde dazu führen, dass ich erstmals mindestens 10 Videos machen müsste, die sich Schritt für Schritt durch alle Dialoge der Politeia hindurchbeißen und die Progression der platonischen Ideen somit demonstrieren. Und das ist etwas, das vermutlich ein echter Philosophiekundiger tun sollte, und solche Vorträge gibt es im YouTube bereits. Und mal ehrlich, ich habe schon genug in meinem YouTube-Channel bewerkstelligt, das unmittelbar dazu beiträgt, dass ich möglichst wenig Zuschauer und Abonnenten habe. Ich muss nicht auch noch 16 Stunden Politeia-Analyse erschaffen. Wie gesagt, das gibt es alles schon, und wer da tiefer in die Materie einsteigen möchte, wird da vermutlich schnell fündig. Außerdem gibt es Bücher. Wer also mit Platons politischer Vision vertrauter sein möchte, kann dies angesichts guter Literatur tun. Es gibt unzählige Kommentare zu Politeia, die vermutlich ein ganzes Regal füllen würden. Ich picke hier nur 3 Bücher heraus, die ich empfehlen kann, insbesondere da sie nicht sehr voluminös sind und alle mehr oder weniger gut lesbar. Da ist erstmal das Buch Platon und die Grundfragen der Philosophie von Günter Fröhlich, das eine sehr umfassende, allgemein verständliche Einführung in die Denkwelt Platons bietet. Etwas gewagter, doch nicht minder reizvoll, ist das Buch Platon zur Einführung von Barbara Zehnpfennig. Und perfekt für die YouTube-Crowd konzipiert ist das modern gehaltene Buch Politeia, ein Abenteuer mit Platon von Joachim Lege. Super gut lesbar und recht augenzwinkernd. Und wer nicht etwas Ironie verträgt, sollte von Platon doch lieber die Finger lassen. Doch für mich hier in letzter Konsequenz bedeutet es, dass ich den zentralen Modus operandi des Sokrates, also nur mittels schwieriger, detailversessener Dialoge zur Erkenntnis voranzuschreiten, an dieser Stelle stark umgehe und damit dich, den Zuschauer, doch ziemlich vor vollendete Tatsachen stelle. Und mir ist klar, dass das nicht der ideale Ansatz ist, aber dies ist nicht eine ideale Welt. Dies ist die Welt, wie sie geworden ist, eine Welt der Ungeduld, eine Welt der begrenzten Aufmerksamkeit. Für Platon und Sokrates besteht die ideale Polis aus 3 Ständen. Die Herrscher, auch Archontes genannt, die Wächter, die Phylakes und die Ernährer, die er als die Krematistes bezeichnet. Und die Reihenfolge der Nennung soll keine Hierarchie suggerieren. In der perfekten Polis steht keiner dieser 3 Stände über dem anderen, denn ein solches Einordnen wäre bereits ein erster Schritt zur Korrumpierung des Staats. Für Platon steht fest, dass die Herrscher nur aus den Reihen jener entstehen dürfen, die sich aus tiefstem Herzen weigern, Herrscher zu sein, und dies nur deshalb tun, weil sie vermeiden wollen, dass Menschen von geringerer Eignung die Polis regieren. Dies ist also ein ganz anderer Ansatz als der heutige Gestaltungswille des typischen Politikers, der damit den eigenen Machtdrang euphemistisch verpackt. Der platonische Politiker erhält nur widerwillig seine Machtbefugnisse, gewahr der Tatsache, dass der Besitz von Macht eine Herausforderung an seine Tugend und seine Seelenklarheit darstellt. Ein solcher Politiker tritt gerne zurück, wenn sich die Gelegenheit bietet, da er die Herrschaft nicht für einen Zustand hält, der gesund für ihn ist. Vorausgesetzt, er ist davon überzeugt, dass sein Nachfolger keine Verschlechterung für die Polis darstellt. Übertragen auf unsere Welt spräche man bei diesen 3 Ständen, also Herrscher, Wächter und Ernährer, eher von der politischen Klasse, von der Exekutive in Form von Armee, Gericht und Polizei und von dem privaten Sektor wirtschaftlich und gesellschaftlich gesehen. Nun sagt an einer Stelle der Politeia Glaukon zu Sokrates, dass ein solcher Entwurf doch eher gut für einen Staat aus Schweinen ist, nicht aber für Menschen, die etwas mehr vom Leben erwarten, als nur auf dem Feld zu arbeiten oder soldatischen Aufgaben nachzugehen. Wo ist die Musik, wo ist der Nachtisch nach einem guten Essen, wo ist die Abendunterhaltung? Und in der Tat, und das galt im alten Athen genauso wie heute, ist das Zusammenleben viel komplizierter und dreht sich doch sehr stark darum, dass wir uns unentwegt mit etwas belohnen oder bereichern, damit uns das Leben überhaupt lebenswert erscheint.
Und so ist Sokrates dieser Idee nicht abgeneigt. Er sagt aber auch, ihr wolltet, dass ich den idealen Staat beschreibe, also einen Staat, der wirklich funktioniert und in dem ausschließlich Gerechtigkeit herrscht. Und die Beteiligten verbringen ganze Kapitel damit, darüber zu sprechen, was denn eigentlich Gerechtigkeit bedeutet. Und Sokrates überzeugt sie schließlich, dass Gerechtigkeit ein Zustand ist, bei dem jeder der Betätigung nachgehen kann, für die er berufen ist, und nicht versucht, jenen hineinzureden, die andere Tätigkeitsfelder abdecken. Platon war also ein großer Verfechter der Spezialisierung. Hier liegt also ein großer Unterschied zum klassischen Marxismus, denn im Marxismus steht die Befreiung des Individuums aus den Zwängen der Klassengesellschaft. Sprich, allen muss zu jedem Zeitpunkt immer alles zugänglich sein, ob wir von Amt, Arbeit oder Bildung sprechen. Und soweit hätte das Platon auch spannend gefunden, da er Eliten gehasst hatte. Ebenso wie die Idee, dass Menschen durch ihren Familienhintergrund in gehobene Schichten hineingeboren werden. Doch die Übereinstimmung endet hier. Karl Marx hat Plato ziemlich verabscheut und ihn für den Verfechter von Kastenwesen gehalten. Doch Marx war auch der Meinung, dass es dem Arbeiter vergönnt sein sollte, vormittags ein Schuster zu sein, nachmittags der Kurator in einer Kunstgalerie und abends, wenn er Lust hat, vielleicht noch an einer Podiumsdiskussion teilzunehmen. Platon hätte das als ganz unsinnig abgelehnt und vermutlich den Einwand erhoben, dass der besagte Arbeiter einige dieser Jobs in Wirklichkeit eher unwillig macht, aber das Geld eben braucht, während er andere Tätigkeiten, die ihm vielleicht Spaß machen, möglicherweise gerne macht, aber dafür schlecht, da er sich ihnen nicht gänzlich zuwendet und in ihnen aufgeht. Platon hielt es für besser, wenn die Leute sich daran hielten, das zu tun, was am besten zu ihnen passt. Und um das herauszufinden, braucht es eben ein vollkommen neues und revolutionäres Schulwesen, das vorrangig darauf ausgelegt ist, herauszufinden, wo beim Einzelnen die wahren Stärken liegen, und zwar ohne Rücksicht auf Herkunft oder Stand. Doch hier liegt ein tieferes Thema vergraben. Denn für Platon steht die Polis über allem. Nicht das Individuum mit seinen Ansprüchen, sondern die Polis ist wichtig. Und das ist nachvollziehbar, da die Aufgabe, die eingangs gestellt wurde, lautet, wie sieht die ideale Gesellschaft aus, in der das höchste Maß an Gerechtigkeit herrscht und Ungerechtigkeit sofort sichtbar wird, wenn sie irgendwo auftritt. Und ein so idealisierter Zustand geht eben nicht ohne Opfer. Übrigens, der größte Hasser von Platon in der Moderne war nicht Karl Marx, sondern der berühmte Wissenschaftstheoretiker und Philosoph Karl Popper. Der war von den Ideen der Politeia geradezu entsetzt und hielt sie für eine gifterfüllte Schrift, wie er selbst sagte, die man am besten aus den Bibliotheken entfernen sollte. Karl Popper wirft Platon vor, eine bizarre Kastengesellschaft zu kreieren, die mit Hass auf den Individualismus geprägt ist. Popper geht sogar so weit zu sagen, dass es kaum ein Schriftstück gäbe, das ein größeres Unheil bei der historischen Entwicklung hin zu einer modernen Gesellschaft angerichtet habe, als die Politeia. Er hielt das Buch tatsächlich für eine der Ursachen, die zur Entstehung von totalitären Strukturen wie Faschismus, Nationalsozialismus und Kommunismus beigetragen haben. Wow, das ist ein großer Schaden, der von einem Büchlein angerichtet wird, indem sich Sokrates und Glaukon bei Wein und Oliven darüber unterhalten, wie ein Leben aussehen könnte, das den minimalsten Anteil an Leid und Ungerechtigkeit beinhaltet. Ich werde mich nun nicht an Karl Popper abarbeiten, das haben andere viel besser getan. Seine Kritik an Platon kann man vor allem in Poppers bekannter Schrift »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde« aus dem Jahr 1945 nachlesen. Doch obwohl ein so titanischer Geist wie Karl Popper mir intellektuell tausendfach überlegen ist, fand ich es an dieser Stelle erstaunlich leicht, den Spieß umzudrehen. Karl Popper in Ehren, doch wir sollten nicht vergessen, dass er ein leidenschaftlicher Verehrer von Friedrich von Hayek war, den man heute unschwer als den wichtigsten Vordenker des Wirtschaftsliberalismus und den Ziehvater des Neoliberalismus identifizieren kann. Karl Popper war Mitglied der Mont Pelerin Society, die ich an dieser Stelle geradeaus als die abscheulichste Denkfabrik des Abendlandes bezeichnen würde, mit krakenartigen Armen, die inzwischen in alle industriellen Staaten der Gegenwart hineinreichen, um dort ihre neoliberale Agenda durchzudrücken. Stets basierend auf den vier Markenkernen der Neoliberalen: Privatisierung, Deregulierung, Steuernsenkung für Reiche und Abbau des Sozialstaats, wo es sich nur ermöglicht. Wenn also Karl Popper behauptet, dass Plato an der Entstehung von faschistischen oder kommunistischen Unrechtsstaaten der Moderne mitverantwortlich sein soll, was eine recht neurotische Übertreibung ist,
So möchte ich den Spieß umdrehen und hervorheben, dass der Grund, weshalb in Brasilien gerade ein Faschist zum Staatsoberhaupt gewählt wurde, weshalb das Schicksal so vieler Länder an das Schicksal von Banken und Versicherungskonzernen gekoppelt ist, zu großen Teilen Karl Popper zu verdanken ist, der offensichtlich kein Problem damit hatte, dass das elitäre Individuum sich wie eine monetaristische Drecksau benimmt, solange die Märkte in der gewünschten Schwingung gehalten und immer weiter dereguliert werden. Doch wir sind heute am Abgrund, ökologisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Es wird einen Kollaps geben. Wer heute noch denkt, dass es da in letzter Minute eine magische Pille geben wird, die uns alle rettet, hat noch gar nicht begriffen, wie perfide, wie verlogen und wie hinterhältig die heutige politische Klasse eigentlich ist, wenn sie sich mit dem Thema Zukunft beschäftigt. Und es vermutlich schon immer war. Es wird wehtun. Und wehtun wird es nicht nur wegen der Sache an sich, sondern wegen dem allgegenwärtigen Bewusstsein, dass wir durchaus im Besitz der intellektuellen Kapazität waren, unser Schicksal abzuwenden, doch es nie getan haben. Es hatte uns einfach nicht so ganz in den Kram gepasst. Es war nicht opportun genug innerhalb dieser ach so tollen Kultur, die wir so eifrig verteidigen. Wir wollen einfach nicht verzichten. Unsere Zivilisation ist wie ein Junkie im Endstadium, der immer so viel darüber redet, dass er jederzeit aufhören kann. Der nächste Schuss, den sich der Junkie dann setzt, ist unsere Vorstellung von Freiheit, unsere Bequemlichkeit. Und ja, ich verstehe, dass man diese Worte als ein Dammbruchargument auslegen kann, also einen Trugschluss, der darauf aufgebaut ist, ein viel zu extremes und überhöhtes Szenario zu postulieren und damit die eigenen Behauptungen zu untermauern. Nun, die kommenden 40 Jahre werden es weisen. Doch hört man sich heute jener Klimatologen, aber auch Ökonomen an, die nicht auf der Gehaltsliste irgendwelcher transatlantischer Denkfabriken stehen, sieht die Prognose doch eher sehr schlecht aus. Doch weil die verfügbaren Instrumente der Gegenwart, die uns sozialökonomisch und politisch zur Verfügung stehen, so massiv von Leuten geformt wurden wie Karl Popper, Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises, Milton Friedman, Alan Greenspan, weil diese Spinner die politischen und ökonomischen Gestalter unserer Zivilisation waren, stehen wir Menschen de facto nackt da. All diese philosophischen Trickbetrüger haben ein Jahrhundert der Irreführung hingelegt. Und in all der Zeit haben sie immer nur eine einzige Monstranze als Argument vor sich hergetragen. Wenn du nicht so denkst wie wir, bist du ein Stalinist. Oder noch besser, du bist ein Antisemit. Die Gesellschaft ist heute massiv gespalten und vollkommen wehrlos, den Aufgaben der Zukunft zu begegnen. Unsere Politiker muten desorientiert an, während die Lücken in ihren Reihen hastig mit rechtsradikalen Populisten gefüllt werden, die in der letzten Schicksalsstunde banale Lösungen anbieten. Lasst uns die Grenzen schließen. Lasst uns wieder mehr die Heimat lieben. Wir sind das Volk. Wir machen wieder etwas mehr Ufta, Ufta, Uftata und unser Schmerz wird davon weggehen. Doch die Oligarchen dieser Welt freut das nur. Da oben in der 50. Etage eines Finanzgebäudes in Frankfurt, in London oder in New York wird einfach weitergemacht. Für diese Leute sind wir nur Insekten, die durch ein Labyrinth aus Pappe gelenkt werden. Gelenkt werden müssen, damit das große Experiment der globalen Plutokratie gelingt. Platon hat zu seiner Lebzeit die meisten Staatsformen selbst erlebt. In der Politeia beschreibt er, dass es im Grunde 5 ideale Staatsformen gibt. Und mit ideal meint er nicht, dass sie super sind, er selbst konnte die meisten davon nicht ausstehen. Ideal meint hier, dass dies Anschauungsobjekte in einer Reinform sind. Während in der Wirklichkeit da draußen die meisten Staaten Mischformen der genannten 5 sind. Insbesondere da sich nach Platon jede Staatsform zumeist in einem Übergangszustand von einer Form in die nächste befindet. Die besagten 5 Staatsformen sind Aristokratie, Timokratie, Oligarchie, Demokratie und Tyrannis. Für Platon stand fest, dass nur eine dieser Staatsformen als begrüßenswert oder als eine gute Staatsform angesehen werden kann, und zwar die Aristokratie. Die anderen sind letztendlich fehlerbehaftet und tragen nur dazu bei, dass man in immer schlechtere Zustände abdriftet. So war für ihn die Demokratie die Vorstufe der Tyrannei, während die Timokratie zunehmend zu einer Oligarchie führte. Hier ist nun dringender Erklärungsbedarf, was denn die einzelnen Begriffe meinen. Die Tyrannis, die Macht eines Einzelnen, ist vermutlich die einzige Staatsform, die hier etwas selbsterklärend ist.
Wenn Platon von einer Demokratie spricht, so meint er nicht unbedingt das, was wir heute als Demokratie verstehen, also ein komplettes parlamentarisches System, oft mit zwei Kammern und allerlei Parteien. Platon meint unter Demokratie in erster Linie die Herrschaft des Pöbels. Also wenn Menschen von geringer Qualifikation ein ebenbürtiges Mitspracherecht an Dingen haben, von denen sie vermutlich nichts verstehen. Ja, man kann es sich denken, dass Platon kein Freund der direkten Demokratie war, und das bin ich übrigens auch nicht. Ich war mal so. Viele Jahre dachte ich, dass direkte Demokratie, wo der Bürger endlich mitentscheidet und nicht auf den Gestaltungswillen der Politiker hoffen muss, der perfekte Zustand sein müsse. Das ist natürlich absoluter Unsinn, denn komplexe Fragen bedürfen qualifizierter Lösungen. Wie geistreich direkte Demokratie ist, kann man sich am Brexit anschauen. Und hierbei geht es gar nicht so sehr darum, ob Brexit eine gute oder schlechte Entscheidung war. Hier kann man tatsächlich unterschiedliche Positionen begründen. Fragwürdig ist die Methode, die diese Entscheidung herbeigeführt hat. Sie war das Resultat launenhafter Willkür und des Willens von Ahnungslosen. Und natürlich sind in Deutschland die berühmten Volksabstimmungen auch mal spannend, doch die Regierung tut gut daran, keine wirklich ernsthaften Themen dem Pöbel zu überlassen. Wir können nur froh sein, dass hierzulande die Teilnahme an Kriegen oder der Umgang mit Minderheiten nicht irgendwelchen Volksentscheiden überlassen wird. Doch das Grundgesetz regt in seinem Paragraph 20 eine Direktteilnahme an. Wie ist dieser Widerspruch zu verstehen? Nun, ich denke, dass eine wachsende Präsenz von Direktentscheidungen auch mit einer massiven Verbesserung der politischen Bildung einhergehen muss. Dann kann ich mich damit anfreunden. Doch davon merkt man hier in Deutschland gegenwärtig nicht so viel. Ich weiß. Der klassische Politiker in der Talkshow betont natürlich immer, dass der Wähler doch so klug ist und das Volk ist der Souverän und bla bla bla. Natürlich setzt sich dann niemand in einen Sessel und sagt, hört mal, sozialpolitisch sind die meisten Leute einfach nur dumm, weil sie sich ein ganzes Leben immer nur mit egoistischen Interessen konfrontiert haben und weil ihre Lieblingspublikation die wöchentliche TV-Zeitschrift ist. Hauptsache viele bunte Bilder und Promi-Geschichten. Und ja, ich übertreibe ein wenig, doch Platon musste mit eigenen Augen mit ansehen, wie sein Mentor und sein Idol Sokrates von einem demokratischen Gericht zum Tode verurteilt wurde, da man ihm vorwarf, die Jugend zu verführen und blasphemische Lehren zu verbreiten. Man kann also nachsehen, dass er da etwas verbittert war. Wie auch immer, natürlich darf man die deutsche Demokratie nicht mit Platons Demokratiebegriff 1:1 gleichsetzen. Das haben die Begründer der Bundesrepublik in 1948 oder 1949 so beherzigt und, wie in vielen anderen Ländern, eine plebiszitäre Demokratie eingeführt, mit gewissen Direktentscheidungsmöglichkeiten, zum Beispiel auf kommunaler Ebene. Und häufig wird die Schweiz als ein Musterbeispiel für die direkte Demokratie angeführt. Und wäre Platon plötzlich hier bei mir, würde ich die Schweiz sicherlich argumentativ ins Feld führen. Doch hierzu fallen mir zwei Sachen ein. Erstens wird von den Menschen außerhalb der Schweiz der direkt demokratische Spielraum etwas überschätzt. In weiten Teilen und gerade bei gesamtstaatlichen Themen ist der Unterschied zu uns jetzt nicht so groß. Aber in der Tat gibt es eine starke Einflussnahme auf die Verfassung in Form von Volksinitiativen und Referenden, die durchaus sehr viel bewirken können. Doch dazu eben der zweite Gedanke. Der Unterschied zwischen Schweiz und Deutschland besteht allerdings in einer deutlich besseren politischen Bildung, die an den Schulen stattfindet. Es läge mir fern, nun die Schweizer zu glorifizieren, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie grundsätzlich darin besser sind, junge Menschen auf einen politischen Entscheidungsalltag vorzubereiten, als dies in Deutschland der Fall ist, wo eben die Direktentscheidungen keine so große Rolle spielen. Und auch in der Schweiz wird gegenwärtig viel beklagt, dass gerade die 18- bis 25-Jährigen sich nicht ausreichend beteiligen. Die Kantone kämpfen dort schon eine Weile für die Einführung des Fachs Politik an den Schulen, etwas, was man ja eigentlich wirklich begrüßen kann. Das würde auch hierzulande nicht schaden. Doch natürlich ist das Makulatur, wenn man ein Schulwesen hat, das gerade bei den unteren Schulklassen aus verzweifelten Lehrern besteht, die den ganzen Tag beschimpft werden und die ganze Stunde nur damit verbringen, zu verhindern, dass Kevin und Tiffany komplett austicken. Aber ich komme wieder vom Thema ab. Ich möchte noch die drei anderen Staatsformen bei Platon erklären. Oligarchie, Timokratie und Aristokratie. Oligarchie ist ein Begriff, der heute wieder viel im Munde ist und gerne mit Russland in Verbindung gebracht wird, wobei man dort auch vielleicht von einer Tyrannis sprechen möchte,
Doch das ist etwas umstritten und ich habe keine allzu gefestigte Meinung zu Wladimir Putin. Natürlich gibt es da diktatorische Wesenszüge. Da muss man schon sehr Putin vernarrt sein, um das zu negieren. Gleichzeitig ist eine unreflektierte Dämonisierung Putins problematisch. Für Platon ist die Oligarchie abgeleitet von dem Wort Oligoi, die Herrschaft der wenigen. Es ist somit eine weitgehend gesetzlose Herrschaft von wenigen Reichen oder Mächtigen, die damit die Mittel haben, ihre Macht durchzusetzen. Heute sieht man das zum Beispiel bei irgendwelchen Militärjuntas, wo eine Gruppe aus Generälen und Politikern die Macht an sich reißen und gleichzeitig in unglaublich schneller Art und Weise reich werden. Heute wird häufig die USA als eine Oligarchie bezeichnet, doch nach Platon wäre das vermutlich falsch und damit sind wir bei der Unterscheidung zu der anderen Staatsform angekommen, die Timokratie, die viel besser auf die heutige USA passt. In der Timokratie ist es nicht eine kleine, vermögende Gruppe, die herrscht, sondern eine gesamte Geldelite. Mit anderen Worten, dabei sein darf jeder, der das Geld hat, sich einen Platz am Tisch zu erkaufen. Dies wäre recht deutlich die heutige USA, wo Macht fast nur noch ausschließlich an die Tatsache geknüpft ist, ob man ein Millionär ist oder einen Super-PAC im Rücken hat, in den die Industriellen ihre Großspenden einfließen lassen. Und so bleibt nur noch eine Gruppe übrig, die Aristokratie und für Platon die einzige akzeptable Staatsform. Halt, halt. Einen Augenblick. Wenn Platon von der Aristokratie spricht, so meint er etwas gänzlich anderes als wir heute. Und eigentlich sollten wir alle diesen Begriff nur noch im platonischen Sinne verwenden. Für uns heute ist Aristokratie ein Fremdwort für den Adel, also feudale Herrschaftssippen des Mittelalters und des Barocks, und somit die Idee, dass Macht und Vermögen von adeligen Vätern auf ihre Söhne weitergegeben werden. Diese Leute bezeichnen wir als Aristokraten. Und ich versuche es mir ständig abzugewöhnen, denn die Grafen und Fürsten, Barone und Herzöge waren Adelige, also Mitglieder des Adelsstands, sei es von Geburt an oder durch die Verleihung eines Titels. Auf Lateinisch heißt das die Nobilitas, weshalb man im Englischen noch immer Nobleman sagt. Dass man begonnen hatte, auf diesen Stand den Begriff Aristokratie anzuwenden, war ein semantischer Fehler und vermutlich von den Adligen selbst herbeigeführt. Doch ich kann verstehen, warum dieser Fehler begangen wurde. Denn Aristokratie im ursprünglichen Sinne bedeutet die Herrschaft der Besten. Aristos bedeutet auf Altgriechisch der Beste. Für Platon war dies die einzige wirklich gute Staatsform, in der diejenigen, die als die Besten ihres Fachs galten, Entscheidungen treffen durften, die dieses Fach betrafen. Nun muss man allerdings die Frage beantworten, was es bedeutet, der Beste zu sein. Wir hatten in der Geschichte einige waschechte Aristokratien, nicht nur im alten Griechenland, wo das beste Beispiel vermutlich das etwas arg militante Sparta Erwähnung verdient, doch in der neueren Zeit gab es zum Beispiel eine sehr stark aristokratische Regierung im mittelalterlichen Hamburg oder natürlich das Venedig des späten Mittelalters oder die Eidgenossenschaften der Schweiz wie auch die norditalienischen Stadtstaaten, zum Beispiel in der Renaissance. Nun ist es natürlich so, dass keine dieser Aristokratien den platonischen Crashtest überstehen würde. Dafür waren sie allesamt zu sehr verwässert und zu stark oligarchischer, timokratischer und manchmal auch, wie bei Sparta, tyrannischer Natur. Platon sagt, um eine möglichst reine und möglichst perfekte Aristokratie zu erhalten, muss man schon im Kindesalter beginnen, nach den Kandidaten für die vorhandenen Aufgaben zu suchen. Frühförderung und Suche nach Hochbegabung hielt Platon für extrem wichtig. Und zwar nicht nur für die zukünftigen Mitglieder des Herrschaftsstands, sondern auch für die sogenannten Wächter, die Phylakes. Platon war der Meinung, dass man bei einer Bevölkerungsgruppe, der man Waffen aushändigt und ihnen den Schutz der Bürger anvertraut, auch dafür sorgen muss, dass diese Leute über die größtmögliche Geistesklarheit und größtmögliches Sachverständnis verfügen. Und was ist der eine geistige Pfad, der zu dieser Art von geistiger Klarheit führt? Natürlich die Philosophie. Platon war ja ein heimlicher Fan von Sparta. Doch Sparta war ja der alte Rivale und Feind Athens und als eine konkurrierende Nation gänzlich anders strukturiert. Während Athen sich regelmäßig in Chaos und Günstlingswirtschaft erging, war Sparta recht rigoros organisiert. Sparta hatte zwei Könige, die sich gegenseitig beäugten und ein straffes Gemeinwesen, das nur ein Kernziel besaß: perfekte Krieger hervorzubringen.
Hierbei fing man schon sehr früh mit der Ausbildung zu Hopliten an. Interessanterweise hatten in Sparta die Frauen ein viel größeres Mitspracherecht als in dem auf den ersten Blick liberalen Athen. Letztendlich war man wohl der Meinung, dass der heranwachsende Krieger auch seine Mutter mit Stolz und Respekt ansehen sollte und nicht als eine rechtelose Mutti in der Küche. In Athen waren Frauen in der politischen Gemeinde nicht vorhanden. Sie waren Menschen zweiter Klasse und gehörten an den Herd. Außer vielleicht sie waren Hetären, aber das ist ein eigenes Thema. Platon hat das mit Sparta beeindruckt, obwohl das zumeist ja die Feinde waren. Doch er hatte sich vorgestellt, wie es wäre, wenn man diese Art von sozialer Inbrunst eben nicht zur Erschaffung von Kriegern anwendet, sondern zur Erschaffung von Philosophen. Von Philosophiekriegern. Die besten Gehirne des Landes sollten nicht nur die Regierung, sondern auch die Exekutive und die Armee stellen. Natürlich sollte deren körperliche Ertüchtigung nicht vernachlässigt werden, so dass hier die perfekte Verbindung aus Leib und Geist entsteht. Und aus den Reihen der besten Wächter, also die Besten aus den Besten, würde man seine Herrscher, also die Regierung, rekrutieren. Also die perfekte Aristokratie. Stand, Herkunft oder Geld dürften dabei absolut keine Rolle spielen. Und dieser Punkt ist bei Platon nicht verhandelbar. Bei ihm heißt es, wer das Volk beschützt oder beherrscht, muss ein gesamtes Leben mittellos bleiben. Er darf weder Grundstücke besitzen noch Geldzuwendungen erhalten. Für sein Essen und sein Auskommen sorgen die Ernährer. Doch nur in einer unmittelbaren Art und Weise, so dass er in jenen kasernenartigen Komplexen, in denen er stets zu leben hat, nie Hunger oder Durst hat. Die Herrscher und die Wächter müssen also zu jedem Zeitpunkt ihres Wirkens arm sein. Natürlich wundert sich an dieser Stelle Glaukon, wer denn so einen Job machen will, wenn man nicht mal ein paar Münzen besitzen darf, um der Freundin ein Geschenk zu machen. Das sei doch sehr trist und freudlos, so ein Wächter zu sein. Hier steckt natürlich der typische Sokrates-Kniff drin und der Grund, weshalb ich glaube, dass die harsche Kritik an Platon manchmal über das Ziel hinausschießt. Ja, man kann sagen, dass Platon hier ein sehr stark idealisiertes, geradezu furchteinflößendes Bild einer Gesellschaft entwirft. Doch er tut es ein wenig augenzwinkernd. Es ist mehr, als würde er uns sagen, wenn ihr eine perfekte Gesellschaft haben wollt, dann muss sie auch straff organisiert sein. Denn das Perfekte hat nur wenig Spielraum für Blödsinn, sonst wäre es nicht perfekt. Natürlich ist uns eine solche Aristokratie unheimlich, weshalb wir vermutlich stark verwässerte Staatsformen vorziehen. Aber dann müssen wir auch die unvollkommenen Konsequenzen in Kauf nehmen und können nicht über sie jammern. Die AfD, die Bankenkrise, die Steueroasen, Politiker, die in transatlantischen Pressure Groups operieren und eine Straßenkriminalität, die plötzlich niemand in den Griff zu bekommen scheint. Wir haben die Welt, die wir erschaffen haben, aber vergessen wir nicht, Platons zentrales Thema war Gerechtigkeit und das gute Leben. Ein Staat, in dessen Mitte Ungerechtigkeiten, Korruption und Machtmissbrauch sofort sichtbar und identifizierbar werden. Wir müssen uns also immer wieder die Frage stellen, wie wollen wir leben? Und wie hoch ist der Preis, den wir für dieses gute Leben bezahlen wollen? Übrigens, und das wird ständig übersehen, all das Rigorose und Strenge bei Platon, all dieses Schmieden von Philosophiefürsten und Philosophenkriegern bezieht er eben nur auf die beiden Stände der Wächter, Phylakes, und der Herrscher, Archontes. Platon versteht genau, dass er das nicht auf die gesamte Bevölkerung anwenden kann. Aber die gesamte Bevölkerung hat auch nicht die Verantwortung, das Volk zu beschützen oder es zu beherrschen. Platon versteht, dass die einfachen Menschen abends nach der Arbeit ins Amphitheater gehen wollen, um dort herzlich über eine neue Komödie zu lachen, die uraufgeführt wird. Platon versteht, dass sich Männer nach Prostituierten sehnen. Er versteht, dass Leute irgendwelchen Sportlern zujubeln wollen. Das beschreibt er wortwörtlich so in der Politeia. Er findet es dumm, wenn man irgendwelchen Celebrities auf den Leim geht, da man seine Idole doch eher unter Leuten suchen sollte, die auch etwas zu sagen haben. Aber er versteht, dass Menschen, die nicht eine so rigorose und tiefe Ausbildung erfahren haben wie die Aristokratie, natürlich nichts dafür können, dass ihnen der Sinn für das abstrakte Ideal fehlen mag. Doch ihre Aufgaben sind nicht minder wichtig, denn sie halten die Gesellschaft am Laufen. Sie sind die Handwerker, die Landwirte, die Bauarbeiter und die Händler. Sie sind nicht weniger wert als die Aristokraten, doch ihre Motivation ist eine andere.
Sie arbeiten fürs Geld und wer fürs Geld arbeitet, ist natürlich immer auch ein wenig kompromittiert. Nicht zwingend und nicht ständig, das behauptet keiner. Wir alle müssen den Kühlschrank füllen und am 1. des Monats die Miete bezahlen. Doch wer fürs Geld arbeitet, ist natürlich auch von dem Gedanken beseelt, sich belohnen zu müssen. Und bei Platon darf so jemand unter keinen Umständen an der Regierung teilhaben. Und Vergnügungen machen das Leben doch schließlich auch schön. Platon versteht das. Er selbst war vermutlich kein Kostverächter. Doch man kann nicht das schöne Leben und die Belohnungen zu einem zentralen Lebenssinn erklären und dann losgehen und bei der Regierung mitreden. Das ist eine gefährliche Vermischung der Motivationen, denn wer zu viel Zeit mit Eigeninteressen verbringt, ist in letzter Instanz in der Gefahr, korrumpierbar zu sein. Platon hält deshalb die Philosophiefürsten und die Wächter in ewiger Armut, weil sie zu jedem Zeitpunkt von den Korruptionen ferngehalten werden müssen. Denn letztendlich sind auch die Stärksten irgendwann verführbar, ist der Anreiz nur perfide genug. Und Platons Aristokratiegesellschaft ist extrem transparent, darauf ist sie ausgelegt. Da der Aristokrat oder Wächter, der mit dem Paradigma der Mittellosigkeit bricht, sogleich sichtbar wird, da es ihm schwerfällt, heimlich ein Vermögen anzuhäufen, geschweige denn es zu horten. Natürlich ist das alles sehr kontrovers, insbesondere da Platon der Meinung ist, dass es in Ordnung sei, wenn die Aristokratie gelegentlich die Ernährer, also das Bürgertum, belügt, wenn es sich um gute Lügen handelt, die im Sinne des Schutzes und im Sinne des guten Lebens ausgesprochen werden. Das ist ein empfindlicher Punkt, doch zugleich sehr faszinierend. Denn unsere politische Klasse tut das ja nicht anders. Sie alle lügen wie gedruckt. Die USA hat eine ganze Lügenideologie kreiert, die sie unter dem Begriff National Security zusammenfasst. Das ist also eine Doktrin, unter der man eigene Bürger, von Ausländern gar nicht zu sprechen, ohne Anwalt beliebig lange gefangen halten kann. Eine Doktrin, unter der der Öffentlichkeit jegliche beliebige Information vorenthalten werden kann. Hier wird also die stets so heilig gehaltene Verfassung gemütlich umgangen, während Edward Snowden nun in Russland leben muss. Doch hier ist das Problem. All das geschieht zeitgleich mit einem kollektiven Gefühl von tief sitzendem Misstrauen gegenüber der Obrigkeit, ob hier oder in Amerika. Man wird nur wenige Leute auf der Straße finden, die sagen werden: Ich habe tiefes Vertrauen in unsere Politiker. Die werden das schon machen. Wer sagt denn heute sowas noch? Natürlich führt dieses tief sitzende Misstrauen zum Trumpismus. Das Volk wählt dann eben einen Spinner, der einfach behauptet, er wird mit der Günstlingswirtschaft und der Hegemonie aufräumen, und damit trifft er genau die Sehnsucht nach Vertrauen. Alle Tyrannen behaupten vorher, sie werden mit der Korruption aufräumen. Der Aufstieg der AfD unterliegt einem ähnlichen Mechanismus. Die Abgehängten sind von einem tiefen Misstrauen gegenüber der politischen Klasse erfüllt. Und viele von ihnen haben auch einen Grund dafür. Doch hier ist das Problem. Die Abgehängten besitzen nicht die politische Bildung und die Erfahrung, um zu beurteilen, wer tatsächlich gut ist und wer nicht. Die Fürstenherrscher bei Platon sind nur einem Ideal verschrieben, das Gemeinwohl der Polis. Es gibt keine andere Motivation für sie. Sogar die Machtrolle selbst ist ihnen zuwider und sie nehmen sie nur darum an, weil die Gemeinschaft sie als die Besten ausweist, die Aristoi. Das ist eine ganz andere Welt als die unsere. Ich meine, in Deutschland sind die meisten Politiker Ex-Rechtsanwälte oder Leute, die Lehramt studiert haben, wobei die Werdegänge hier noch relativ vielfältig sind. In den USA ist der einflussreiche Politiker entweder Rechtsanwalt oder Millionär. Das ist also eine Herrschaft der Advokaten und der Geldscheffler. Natürlich ist das ein Problem und der Grund, weshalb die Leute nicht komplett ausflippen bei der Vorstellung darüber, was da seit Ronald Reagan ohne Unterbrechung passiert, hat wohl damit zu tun, dass die allgemeine Bildung dort ein Desaster ist. Es ist schon bei uns ein Desaster, doch dass es noch tiefer geht, sieht man an den USA, wo wahre Bildung nur den Eliten zugedacht ist. Während man am allgemeinen Schulwesen unentwegt spart und darüber brütet, wie man es noch zusätzlich privatisieren könnte. Die Bildungsministerin Betsy DeVos ist eine der korruptesten Frauen in diesem Sonnensystem. Somit ist es schon lustig, wenn sich die Leute über irgendwelche platonischen Anwandlungen aufregen, nach dem Motto: Das ist eine radikale, faschistoide Lehre, welche die Freiheit unterdrückt. Da kann ich nur sagen: Wie läuft es zurzeit mit der Freiheit so? Hat sie uns stark gemacht, damit wir den wirklichen Aufgaben begegnen können, die auf uns zukommen?
Also ein kollabierendes Ökosystem, eine hochproblematische Versorgung unserer alten Menschen, die wachsende Armutsschere und die unaufhörliche Schlupflochbetrügerei unserer Wirtschaft? Oder ist diese angepriesene Freiheit in Wirklichkeit nur heiße Luft, da sie sich darauf beschränkt, dass du im Hamsterrad leben darfst, dir zwar viele Computerspiele leisten kannst und Netflix, ach ja, und zweimal im Jahr darfst du für 2 Wochen auf Malle die Sau rauslassen. Platon versucht euch nicht, Tinder wegzunehmen. Platon will auch nicht, dass Leute weniger auf Partys gehen. Doch er macht deutlich, wer mitreden möchte, muss sich massiv bilden, da er sonst nur Unsinn redet. Hätten wir nun eine aristokratische Republik im ursprünglichen Sinne, so setzte das eben voraus, dass auch die Bürgerschicht gewisse Mitsprache hat. Platon postuliert zwar die ideale Aristokratie, in der die Ernährer nur den Job haben, dafür zu sorgen, dass alle mit Gütern versorgt sind, und innerhalb dieses Spielfelds dürfen sie sich zwar bereichern, doch den Wächtern und den Herrschern steht diese Bereicherungsmöglichkeit eben nicht zu. Im Gegenzug können die Ernährer allerdings nicht bei der Regierung mitreden. Doch Plato weiß auch, dass es ideale Staatsformen nicht gibt und dass es Verwässerungen immer geben wird. Und diese bergen Gefahren, denn die Aristokratie kann immer in eine der anderen, weniger günstigen Staatsformen abrutschen. Die aristokratische Republik wäre somit eine Aristokratie mit demokratischen Wesenszügen. Das birgt eben Risiken, dass der ungebildete Pöbel dort seine vergänglichen Eigeninteressen durchdrücken kann, was dann der ganzen Polis schadet. Doch Platon ist zugleich ein Freund der Bildung und ermuntert alle zur Philosophie. Wenn also die Bürger sich ausreichend bilden, weckt das in ihnen eine Lust an der Mitsprache, da sie ja nun eine größere Klarheit bei gewissen Sachverhalten besitzen. Und das muss man berücksichtigen. Jetzt ist es aber so, wenn die Herrscher angehalten werden, einen Höchstgrad an Qualifikation mitzubringen, muss diese Qualifikation natürlich auch sichtbar und beweisbar sein. Und Platon bringt oft das Beispiel des Arztes. Wenn man krank daliegt, möchte man da jemanden als behandelnden Arzt, der zwar ein toller Showman ist und es versteht, große Versprechungen zu machen, oder doch den qualifiziertesten Doktor im Umkreis von 100 Kilometern? Keine Frage. Doch von unseren Politikern scheinen wir das nicht zu verlangen. Wir warten immer darauf, wer die besten Sprüche klopft. Und das sind oft auch noch Sprüche, die ihm, dem Politiker, von einem ganzen Team aus Spin-Doktoren und Redenschreibern und leider häufig auch Lobbyisten in den Mund gelegt haben. Im Grunde ein trauriger Zustand. Aber sollte in einer idealen Republik, deren Ziel das Wohl aller im Mittelpunkt steht, nicht dieselbe Erwartung auch an die Bürger gestellt werden? Der Unterschied ist, der Bürger kann es sich aussuchen. Entweder er will näher an die Zentralen der Macht rücken und dann muss er unter Beweis stellen, dass er ein wenig mitreden kann und dass er die gegebenen Probleme versteht. Oder er verzichtet darauf und kehrt zu seinem Leben zurück. Es ist keine Schande, sich an den einfachen Freuden des Lebens zu erfreuen. Das sollte jedermanns Recht sein. Jeder sollte das Recht haben, sein Glück im Kreise seiner Familie zu finden, im Kreise seiner Freunde, bei Tätigkeiten, die einfach die eigene Seele glücklich machen. Und wenn die Leute meinen, es sind Ballerspiele, die sie glücklich machen, oder Binge-Watching von Serien oder einer bekloppten Castingshow zuzujubeln, hey, wer bin ich, um es ihnen zu verbieten? Ich bin der Letzte, der jemanden den Spaß am Leben vermiesen möchte. Doch dann sollten sie nicht bei Themen mitreden, denen sie nicht einmal ansatzweise gewachsen sind. Damit kommen wir zu dem umstrittensten Thema, das in der deutschen Sprache in den letzten Jahren ausgesprochen wurde: der Wählerführerschein. Man müsste von einem Tag auf den anderen der gesamten Bevölkerung das Wahlrecht entziehen. Natürlich in einer Zeit, in der gerade keine Wahlen anstehen. Und dann können die Leute ihren Wählerführerschein beantragen. Dieser qualifiziert sie dazu, mitzureden. Um den Schein zu erhalten, müssen sie unter Beweis stellen, dass sie intellektuell dazu imstande sind, einzuschätzen, wie die Republik eigentlich funktioniert, welche Themenschwerpunkte es gibt und was bestimmte Aspekte der politischen Gestaltung beinhalten. Da geht es also nicht um, also ich bin der Meinung, dass, aber eigentlich habe ich keine Ahnung, sondern nur Ansprüche. Und das ist eine softe Variante dieser Idee. Wenn es nach mir ginge, würde ich niemandem ein Wahlrecht geben, der nicht hinreichend der deutschen Sprache und der deutschen Rechtschreibung mächtig ist. Es ist bahnbrechend, wie viele rechtsradikale Pamphlete und Social Media Aufschrei ich allein in Vorbereitung dieses Videos gesehen habe, die von irrwitzigsten Rechtschreibfehlern durchwachsen waren.
Wenn du angeblich ein Patriot bist und deine Fahne liebst, aber nicht wirklich weißt, wann man das mit einem einfachen und wann mit einem doppelten S schreibt, solltest du dich nicht in den Entscheidungsprozess einmischen. Wie würden da wohl die Wählerergebnisse aussehen, wenn nur diejenigen wählen, die auch wirklich verstehen, was sie da wählen? Und glaub mir, es gibt keinen einzigen Politiker, der das nicht im tiefsten seiner Seele weiß. So viele von ihnen verstehen exakt, dass ihre Erfolge massiv an der Bildungslosigkeit und Dumpfheit bestimmter Bürgerschichten geknüpft sind. Und ja, das ist nicht immer die Schuld der betreffenden Menschen. Ich habe eingangs gesagt, dass sich die Abgehängten immer aus zwei geistigen Sphären zusammensetzen. Einmal diejenigen, die wirklich unfair behandelt wurden. Ein großer Teil der Ostdeutschen gehört da durchaus dazu. Zumindest jene, die keinen dicken Vertrag bei BMW und Siemens bekommen haben und nach Bayern oder Hessen gezogen sind. Doch die andere Sphäre besteht aus jenen, die ohnehin nie vorhatten, gebildeter oder belesener zu sein. Das sind dann einfach nur Schwätzer und Wirrköpfe. Heute im irrwitzigen Zeitalter der Social Media ist das alles durchdemokratisiert, eine horizontale Ebene, wo alle den gleichen Anspruch auf das Geschrei haben. Wir haben inzwischen ganze Seilschaften, die den ganzen Tag nur Fake News produzieren und sie dieser Gruppierung als so eine Art Haferbrei am frühen Morgen vorsetzen, damit die sich dann den ganzen Tag aufregen und daran abarbeiten können. Wenn ich also heute zu Richard David Precht ginge und ihm sagen würde: Sie, Herr Precht, Sie wären der perfekte Bundeskanzler für dieses Land, würde er vermutlich ganz fahl im Gesicht werden und sagen: Um Gottes Willen, alles auf dieser Welt, nur das nicht. Nie und nimmer würde ich das tun wollen. Und das, meine Damen und Herren, ist nach Platon der perfekte Herrscher mit der perfekten Gesinnung. Ein hochbegabter Geist, der den Scheißjob nicht haben möchte. Das war nun alles arg verkürzt. Die Politär hat 10 Kapitel und beschäftigt sich mit vielen Dingen, die dann eher metaphysischer Natur sind. Aber für so ein Video muss man dann Entscheidungen treffen, was gänzlich unerwähnt bleibt und was ein bisschen unter den Tisch fallen muss. Ich bin oft erstaunt darüber, dass zum Beispiel Alain de Botton es schafft, Platon oder Sokrates in einem Video zu vermitteln, das dann nur 7 Minuten lang ist. Ich neige da zu sehr zur Langatmigkeit. Doch kommen wir zu dem eigentlichen Thema, wo die Köpfe dazu neigen, sofort und reflexartig zu explodieren. Wie könnte man nun das Thema Migration und den Auftrieb der AfD durch Platons Augen sehen? Und das ist natürlich hochspekulativ. Beim Thema Migration wäre Platon vermutlich sehr pragmatisch, doch auch entsprechend rigoros. Für ihn galt, die Polis steht über allem, vor allem über den Ansprüchen des Einzelnen. Somit ist die Frage, ob die Migration der Polis schadet oder ihr nützt. In den Zeiten der alten Griechen war das nun ganz anders und wir können das kaum auf unsere Ehre anwenden. Damals galt es eben, den Xenoi, den Fremden, sehr misstrauisch gegenüber zu sein, in einer Weise, die heute nicht mehr sinnhaft wäre. Wobei es so aussieht, dass die USA zurück in diese Weltsicht zu fallen scheint. Die unmittelbare Zukunft wird das weisen. Aber Platon hatte Glaukon auch zugestanden, dass eine Polis sich der Außenwelt öffnen muss, wenn der Anspruch der Bürger, also der Ernährer, darin besteht, mehr Annehmlichkeiten zu haben. Denn dann muss man Warenwirtschaft mit der Außenwelt fördern und neue Informationen und neue Kulturimpulse in die Stadt hereinlassen. Eine verschlossene Polis kann sich vielleicht gerade mal selbst ernähren, wenn sie die umliegenden Felder und Grundstücke kontrolliert, doch das lässt kaum Raum für Ausgelassenheit und Lebensfreude. Für Platon stand aber auch fest, dass die wachsenden Ansprüche an gewisse Annehmlichkeiten immer ab einem gewissen Punkt nur noch durch Krieg oder die Ausbeutung ferner Regionen finanziert werden können, niemals mehr aus der Polis selbst heraus. Und das ist ein Thema, darüber könnten wir, die modernen Heuchler, ein ganzes Lied singen, wie schwer es uns fällt zuzugeben, dass weite Aspekte unserer Lebensweise daran geknüpft sind, dass woanders Menschen in krasser Armut gehalten werden. Somit stellt sich die Frage, ob dies nun gerecht oder ungerecht ist, dem Migranten die Tür vor der Nase zuzuschlagen, wenn wir vielleicht politisch oder wirtschaftlich daran beteiligt waren, dass seine Welt destabilisiert und zerstört wurde. Ja, da kommt dann immer das Argument, das waren ja nicht wir, das waren die Amerikaner und ein bisschen die Briten, ein bisschen die Franzosen, ein bisschen die Russen, ein bisschen die Israelis.
Kann sein, aber wir rufen spätestens seit 9/11 im Wochentakt die bedingungslose Solidarität mit den USA aus, damit es bloß keiner vergisst. Mitgefangen ist mitgehangen. Und auch ohne die unmittelbaren Ressourcenkriege der USA und der geostrategischen Agenda der Neocons, der Solidarität mit den ruchlosen Saudis, all das mal beiseite gelegt. Auch wir hier sind uns nicht zu schade, Handys zu kaufen, deren Entstehungsgeschichte auch in Afrika stattfindet und dort immensen Schaden anrichtet, über den wir nicht sprechen wollen. Wir sind uns nicht zu schade, in Restaurants Fisch zu essen, der nur einen oder zwei Tage zuvor vor der westafrikanischen Küste von Supertrawlern gefischt wurde, die seit Jahrzehnten die Lebensgrundlage der Bevölkerung dort zerstören. Wir reden zu wenig darüber, wen wir alles Waffen verkauft haben. Wir reden nicht darüber, wen wir alles unsere Fleischreste verkaufen und damit die lokale Wirtschaft dort weiterhin destabilisieren. Wen wir toxischen Müll andrehen. Wen wir in ungünstige Wirtschaftsabhängigkeiten versetzen, die dann als Entwicklungshilfe getarnt wird. Wir sind nicht die Good Guys hier. Wir halten uns manchmal aus den ganz ekligen Sachen heraus und überlassen das den NATO-Bündnispartnern, doch saubere Hände sehen anders aus. Doch dafür haben wir viele Ideen darüber, was ein sicheres Herkunftsland ist. Vorzugsweise eines, wo man nicht bereits nach 30 Minuten massenvergewaltigt wird oder versklavt. Und sogar dann lassen wir solche Gräuel durchgehen. Hauptsache der lokale Warlord verpflichtet sich, für einige Koffer mit Geld sämtliche Flüchtlinge zu stoppen und sie dafür in einem Konzentrationslager einzusperren. In diesem Sinne sollte unsere Aufnahmebereitschaft für Migranten durchaus vorhanden sein, und sehr großzügig sein, denn erstens, unsere kollektive Mitschuld an ihrer Misere scheint eine Grube zu sein, die weit tiefer ist, als der konsumgeilen Bevölkerung im Alltag verkauft wird. Damit sind wir wieder beim Thema politischer Bildung des Bürgertums. Und zweitens, je größer die Aufnahmebereitschaft ist, desto größer die Chance, qualifizierte und sozialpolitisch gereifte Migranten wieder in ihre Heimat gehen zu lassen. Denn das ist ohnehin zu 99% deren tiefster Wunsch. Die meisten Leute wissen nichts über Migranten, über Ausländer. Ich habe einen großen Teil meines Lebens mit Leuten aus anderen Kulturen verbracht, gerade Leute, die hier eingewandert sind. Bei den meisten ist der Impuls, wieder zurückzugehen, extrem ausgeprägt. Dass die Leute weltweit so geil darauf wären, ausgerechnet hier zu leben, ist ein totaler Mythos, Legende. Ja, einzelne Individuen können sich durchaus in die Kultur und das Land verlieben, so wie ich. Aber von den ca. 20 Tschechen, die ich früher kannte, sind 18 oder 19 schon vor 20 Jahren wieder zurück in ihre Heimat gegangen. Man sollte sich also nicht zu sehr in diesen abstrusen Fantasien ergehen, dass die Ausländer dieses Land mit seinem miesen Wetter, seinem schlechten Essen und der dauerhaften Griesgrämigkeit der Deutschen als das Paradies auf Erden wahrnehmen. Wer das denkt, hat wirklich noch nie Migranten gekannt und redet von Dingen, von denen er keine Ahnung hat. Somit Grenzen schließen, Aufnahmestopps verhängen, das kann man zwar tun, aber es wird immer nur ein Ausdruck dessen sein, dass man verlogen und scheinheilig ist. Aber manchen Leuten reicht das für ihr Selbstwertgefühl durchaus, verlogen und scheinheilig zu sein. Da kann man dann immer noch ein Patriot sein und die Fahne lieben. An diesem Punkt dürfte mir der Applaus der Linken und der Grünen sicher sein. Danke, danke. Aber es ist verfrüht und es tut mir wirklich leid, dass ich euch so massiv enttäuschen muss. Denn der Platoniker in mir flüstert mir natürlich ein, dass die Aufnahme in diesem Land als Migrant, als Flüchtling an massive Bedingungen geknüpft sein muss. Die Idee, dass es da keine Bedingungen geben darf, weil die Deutschen eine emotionale Angst verspüren, diese Bedingungen zu stellen, weil es sie irgendwie wie so eine Art Nazis aussehen lässt, ist absurd. Der Pfad des Migranten müsste im strengsten Sinne meritokratisch sein. Wer sich nicht bewährt und einen Willen zur Teilnahme an der Gesellschaft zeigt, erwirbt damit keine Rechte, von dieser Gesellschaft zu profitieren. Die meisten Flüchtlinge kommen hier zermürbt, unterernährt, erschöpft und nicht selten traumatisiert an. Und all dem muss entsprochen werden. Wer keinen Humanismus in sich empfindet, soll nicht an der Polis mitgestalten. Zurück aufs Feld, Nazi. Trink mit deinen Kumpels Bier, trag ein Höcke-Nöcke-Rötze-T-Shirt, aber fordere keine Teilnahme an der Gesellschaft für dich ein. Du verdienst sie nicht, denn du hast kein Verständnis für die sozialen Verträge, die wir alle hier zwischen uns hochhalten.
Doch wir müssen uns auch der Tatsache stellen, dass in der wirklichen Welt die Motivationen der Flüchtlinge unterschiedlich sind. Und wenn nur 1% der Flüchtlinge mit Motiven daherkommt, die problematisch sind, weil ihr persönlicher oder ideologischer oder kultureller Hintergrund sie zu einer Gefahr für das Gemeinwesen machen, müssen die Wächter harsch durchgreifen. Sorry, wirklich sorry, dass das nicht in das lustige Gutmenschenweltbild passt. Doch diese Art von Laissez-faire ist verheerend, denn damit öffnet ihr diese ganze ideologische Flanke den rechten Dumpfbacken, die über diesen Punkt bereits längst in einer ganz anderen Tonart sprechen. Das kriegen wir in unseren Echo Chambers nicht wirklich zu sehen, doch es passiert längst. Und das ist etwas, das gerade die linken Kräfte zugelassen haben. Und das wird noch weiter eskalieren und sich früher oder später in einem menschenverachtenden Albtraum in den Straßen dieses Landes entladen. Man muss sich nur ansehen, wie innerhalb der Linken die Köpfe explodieren, nur weil Sarah Wagenknecht nun zum Ausdruck bringt, dass wir uns die Wesenszüge der Migration von mehreren Seiten ansehen müssen, um daraus die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Da flippen die aus, diese Spinner. Was habe ich anfangs gesagt? Ich habe gesagt, dass Armut immer Verbrechen erzeugt. Das ist nicht schön, das gefällt niemandem, aber es ist nicht etwas, wo man die Augen verschließen sollte. Ich habe ein Jahr lang in einem Asylheim gelebt. Mit Menschen aus mindestens 15 Nationen. Dort waren sehr viele, natürlich nicht alle, aber ein substanzieller Anteil auf die eine oder Art und Weise kriminell. Ohne mit der Wimper zu zucken. Und ja, die häufigste Straftat bestand in der Schwarzarbeit und das war auch die einzige Straftat, die man nachvollziehen konnte, da in der Tat die langatmige Verweigerung der legalen Arbeitserlaubnis oft ein Problem darstellt, gerade wenn man vielleicht der Vater einer mehrköpfigen Familie ist und dann eines Tages seinen Asylantrag bestätigt bekommt und von einem Tag auf den anderen in einen Berufsalltag übergehen soll, obwohl man immer noch lediglich 2 Koffer besitzt. Darum haben damals viele Männer schon vorher schwarz auf dem Bau gearbeitet oder für Speditionen Kühlschränke und Klaviere geschleppt und damit heimlich Geld angehäuft, um, wenn der Tag X kam, also die Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen aus Zirndorf in der Post lagen, man schon irgendwas in der Tasche hatte, um ein Leben anfangen zu können. Doch das war es schon mit den nachvollziehbaren Straftaten. Ich hatte als Junge damals Trickbetrüger kennengelernt, professionelle Diebe oder einfach nur Leute, die den ganzen Tag durch Oberbayern fuhren und mit Brechstange, Schlauch und Kanister den Leuten die Benzintanks ihrer Autos geleert haben. Natürlich waren in einem solchen Asylheim nicht alle Leute kriminell. Gerade da, wo eine ganze Familie zusammen war und interessanterweise dort, wo eben eine Frau inmitten dieser Familie ein Sagen hatte, waren die Verhältnisse sehr anständig. Doch wir waren allesamt Migrantenleid. Wir hatten bis dahin in einem Kulturkreis gelebt, der sich ein paar Kilometer weiter östlich befunden hatte. Also nicht so viel anders war. Natürlich mussten auch damals irgendwelche osteuropäischen Männer plötzlich lernen, dass es nicht üblich ist, bei jeder Gelegenheit die eigene Ehefrau zu verprügeln, nur weil man körperlich stärker war. Das war ein echtes Thema damals. Aber im Großen und Ganzen basierte die recht häufige Kriminalität meistens darauf, dass man von dem Konsum und den Möglichkeiten einer kapitalistischen Gesellschaft überwältigt war, aber nicht die Mittel besaß, da im selben Maße daran zu partizipieren. Übrigens wurde das Asylheim damals genau aus diesem Grund geschlossen. Der Betreiber, der das Objekt an die Gemeinde verpachtete, hatte einfach keine Nerven mehr, sich ständig mit der Kripo auseinanderzusetzen. Naja, außerdem hatte ein Freund meines Vaters ihn mal tätlich angegriffen und ihm eine gelangt, während wir alle jubelnd in den Fenstern des Wohnheims standen. Aber wie gesagt, wenn ich zurückblicke, so muss ich dennoch sagen, dass die hauptsächliche Motivation für viele Straftaten darin bestand, dass die einzelnen Individuen einfach überwältigt waren von dieser Konsumfülle, die da auf sie von allen Seiten plötzlich einschlug. Und das ist keine Entschuldigung, aber es ist eine Erklärung. Wir alle kamen aus einer Welt, die vergleichsweise grau war und etwas monoton, gemessen an diesen grellen, bunten Lichtern des Westens. Doch überall war ein Preisschild dran und die Brieftasche war leer. Doch natürlich kann man das alles nicht mit dem Konsumschock erklären. Was ich beobachten konnte, ist ein Phänomen, das vermutlich tiefe psychologische Ursachen hat. Es ist eine instinktive Tendenz, die Hand zu beißen, die einen füttert. Ein Flüchtling zu sein, ist manchmal ein Zustand des mangelnden Selbstwertgefühls. Man ist Bittsteller, man muss die Mütze knüllen und hofft auf Zuwendung. Man geht auf die Straße und ist von Leuten umgeben, die BMWs fahren und deren Schuhe 300 Euro kosten.
Ich konnte immer wieder beobachten, dass sich schnell eine seltsame Aversion gegen die Gastgeber entwickelte. Da wurde immer alles kritisiert, alles schlecht gemacht und das oft mit einer Zwanghaftigkeit, die gar nicht nötig war. Ein bizarrer Widerspruch. Ich meine, die Deutschen haben uns genährt, haben uns ein warmes Zimmer gegeben und schickten uns mit ihren eigenen Kindern in die Schule. Doch viele der Erwachsenen haben den ganzen Tag nur über Deutschland gemotzt. Das ist nicht nett, aber es geht darum zu verstehen, welcher psychische Missstand da ursächlich ist. Dem Menschen liegt es nicht, das Gefühl zu haben, dass man gesellschaftlich zur Unterschicht gehört und zu anderen hochblicken muss. Es ist ein seltsames Gefühl, mittellos in einer Welt zu sein, wo Status am Zugang zu Mitteln gemessen wird. Und natürlich ist das eine Projektion, eine Einbildung. Ich bin als Ausländer mit einem starken Akzent, von dem hört man jetzt nicht mehr so viel, in Oberbayern aufgewachsen. Ich habe nicht einen Tag, nicht eine Minute erlebt, wo jemand mich mit ausländerfeindlichen Ressentiments konfrontierte. Im Gegenteil, all die Deutschen damals waren unentwegt bemüht, uns zu beweisen, dass sie uns auf Augenhöhe begegneten. Aber trotzdem waren wir mittellose Menschen, die sich erst etablieren mussten. Mich hatte angewidert, dass so viele Asylsuchende damals ständig gegen die Deutschen gewettert haben. Ich fand das furchtbar. Aber ich war ein Junge und meine innerste Aufgabe damals war, nicht als Ausländer aufzufallen. Das war sofort mein Instinkt. Ich hatte mit 12 sogar meinen Vornamen auf Alex geändert, um weniger aufzufallen. Ich habe erst mit circa 27 Jahren wieder begonnen, meinen eigentlichen Vornamen zu benutzen. Und das auch nur deshalb, weil ich festgestellt hatte, dass die Frauen, mit denen ich Umgang hatte, es recht sexy fanden, wenn ich ein wenig den slawischen Osteuropäer gab. Für mich war das alles natürlich einfacher, da ich mit 12 Jahren sehr gute Chancen hatte, in der deutschen Gesellschaft unterzutauchen und dass ich weiß bin. Doch das alles ist nichts im Vergleich mit jenen Problemen, mit denen wir uns heute konfrontieren müssen, wenn wir Menschen aufnehmen, die aus Kulturkreisen kommen, die teilweise altorientalische Vorstellungen von Frauen haben. Wenn wir Menschen aufnehmen, die selbst tiefe rassistische Vorurteile mitbringen, die sie von ihren ungebildeten Vätern gelernt haben. Und da sollten sich die Deutschen dafür schämen, wenn sie erstmal sagen, halt, hier gibt es eine Reihe an Punkten zu klären. Wir müssen über unser Kulturparadigma sprechen, über unsere Gepflogenheiten, über unsere Sprache, über die hart erkämpften Früchte der Aufklärung. Okay, Platon würde auf die Aufklärung vermutlich pfeifen, aber das ist ein anderes Thema und ich sage auch nicht, dass man alles von Platon einfach so hinnehmen soll. Doch der Schutz der Polis steht über allem. Dass man da nun seltsame intellektuelle und kulturhistorische Berührungsprobleme hat, die dazu führen, dass Wiederholungstäter und Dauerverbrecher durch die Straßen streifen, Frauen brutal misshandeln, Menschen ständig bedrohen und jeder scheißt sich ein, weil das politisch absolut nicht opportun ist, dieses Problem anzupacken. Das ist ein politisches Fiasko. Nicht nur wegen den Opfern, sondern wegen der offenen Flanke nach rechts, die von Wirrköpfen, Neonazis und ungebildeten Dumpfbacken bestritten wird, die zwar noch nie in ihrem Leben etwas für eine Frau getan haben, sich nun aber als stolze AfD-Wähler zu den Beschützern aufschwingen können. Das sind nicht die Wächter nach Platon. Das ist die bereits skizzierte Diktatur des Pöbels, die Achillesferse einer jeden Demokratie, die sich in Kokolores verliert und die vergisst, dass die erste Pflicht dem Schutz der Polis gilt und nicht dem Gelaber auf Twitter. Natürlich weiß ich, dass keiner der Massenvergewaltiger ein Bild abgibt, das man auf die Gesamtheit der Flüchtlinge projizieren darf. Muss ich das jetzt 20 Mal als Mantra wiederholen, damit klar wird, dass ich es nicht denke? Natürlich besteht die absolute Mehrheit der Flüchtlinge nicht aus Kriminellen. Natürlich nicht. Und das ist ein Problem, das ich nicht verniedlichen möchte. Weiße haben da notorisch ein verengtes Gesichtsfeld. Wenn zum Beispiel ein Schwarzer etwas sagt, denken wir schnell, dass dies irgendwie die Mentalität aller Afrikaner oder aller Afroamerikaner reflektiert. Wenn ein Moslem etwas sagt, denken wir gleich, das ist, was die Moslems denken. Das ist irre und unsinnig. Weiße Leute reden ständig Scheiße und geben Dinge von sich, die nur wirr sind. Aber niemand sagt, oh, das ist also eine Zusammenfassung dessen, wie Weiße denken. Aber wenn es nur einer von tausend ist, der schwerer Kriminalität nachgeht, ist das bereits ein so starker Tintenklecks, der die gesamte restliche Flüssigkeit massiv trüben kann. Und hier muss somit rigoros gearbeitet werden. Hier ist der Bedarf nach platonischen Wächtern und nicht einer Polizei, die tagtäglich verunsichert ist, weil sie nicht weiß, welche politischen Wellen auch nur die geringste Maßnahme erzeugt.
Ich rede auch nicht davon, die Migranten zu drangsalieren oder ihnen das Gefühl zu geben, sie wären Menschen zweiter Klasse. Im Gegenteil. Aber es geht darum, sie zu verstehen und ihre Mühen und ihre Schmerzen offenzulegen. Denn nur so haben wir eine Chance, unsere Ungerechtigkeit zu identifizieren, aber auch ihre Ungerechtigkeit zu identifizieren. Eine politische Tabuisierung dieses Themas ist ihr reinstes Gift, das die AfD stärkt, das die Neonazi-Seilschaften stärkt und ihnen die Straße überlässt. Und warum sollte auch nicht ein anständiger Familienvater samt seiner Familie gegen den Fachkräftemangel dieses Landes wirken? Warum sollte aber jemand, der bereits durch eine einzige Vernehmung als extrem unzuverlässig und verdächtig eingestuft wird, auf die Stadt losgelassen werden? Wer tut sowas eigentlich der eigenen Bevölkerung an? Die Aufnahme in einem fremden Land sollte immer ein Tausch sein. Der Gastgeber teilt seine Ressourcen mit mir und ich, der Flüchtling, habe auch eine Bürde zu tragen. Ich beteilige mich auch an den Aufgaben, die diese Situation erzeugt. Und meine Aufgabe als Migrant ist, zu verstehen, dass Vertrauen nicht geschenkt wird. Aber der Gastgeber muss natürlich alles dafür tun, dass ich eine Chance bekomme, mich als Flüchtling zu beweisen. Und zwar ohne, dass ich 18 Monate gelangweilt auf irgendeiner Pritsche in einem Wohncontainer liegen muss. Die Existenz als Flüchtling in Deutschland sollte also extrem meritokratisch sein. Und ja, ich verstehe, dass das Ideal unserer Gesellschaft der Egalitarismus sein muss. Doch diese soziale Gleichheit, die wir heute für gegeben nehmen, basiert natürlich darauf, dass alle Beteiligten verstehen, mit welchen Pflichten das einhergeht und welche spezifische Geisteshaltung das voraussetzt. Doch um sämtliche Vorzüge der Polis genießen zu können, muss das Vertrauen unter Beweis gestellt werden. Alles andere ist einfach nur naiv und dumm. Und wir Ausländer hier in Deutschland staunen darüber manchmal am meisten. Warum tun sich die Deutschen das an, sich von einzelnen kriminellen Individuen fremder Herkunft derartig durch den Dreck ziehen zu lassen? Da fällt auch niemandem ein Zacken aus der Krone. Wenn ich als Teil einer syrischen Migrantengruppe hier ankomme, dann verstehe ich absolut, wenn mir die neuen Gastgeber sagen: Wir sorgen für euch, wir geben euch Essen, wir geben euch Wärme, wir geben euch Sicherheit, ihr müsst keine Angst mehr haben. Aber wir müssen auch herausfinden, wer ihr seid. Wir müssen identifizieren, ob ihr vielleicht etwas im Schilde gegen uns führt und ob dies nun krimineller, ideologischer oder wirtschaftlicher Natur ist. Vertrauen kann nicht geschenkt werden. Und wenn ein Mann hier eintrifft, der sich von vornherein weigert, einer Frau die Hand zu geben, weil sie in seinen Augen minderwertig ist, dann kann er gerne die nächsten 3 Jahre im Heim leben. Er kriegt seine 3 Mahlzeiten am Tag, aber er hat nichts in der Gesellschaft verloren. Und wer diese Haltung nach 3 Jahren nicht aufgeben kann, sollte doch eher wieder in die Nähe der Geburtsstätte des Propheten ziehen. Ihr müsstet verrückt sein zu denken, dass dies rechtsradikales Gedankengut ist, derartig euren eigenen Frauen ins Gesicht zu spucken. Wie beschämend, wie niederträchtig. Und noch etwas. Die Massenvergewaltigung einer jungen Frau inmitten von Deutschland ist eine Realität. Das ist keine Zeitungsente, das ist etwas, das stattfindet. Da gibt es ganze Abteilungen der Polizei, die sich nun damit beschäftigen müssen. Das ist kein Ereignis, das schon immer da war, aber meistens so unwichtig in der Fülle der statistischen Wirklichkeit versank, dass es kaum Erwähnung verdiente. Das ist Blödsinn. Hier geht es nicht um Statistiken und somit quantitative Aussagen. Hier geht es um die Qualität des Verbrechens. Wenn in den letzten Jahren so etwas in Indien passierte, und es ist mehrmals passiert, haben wir es hier erfahren. So groß war das Echo dieser Abscheulichkeit. Es soll also niemand so tun, als wäre dies nun eine Aufbauschung, weil in Wirklichkeit hatten wir schon immer Massenvergewaltigungen hier, aber weil es keine Ausländer betraf, haben wir nicht so viel darüber erfahren. Das ist Blödsinn. Und die Polizei führt recht genaue Statistiken über diese Art von Straftaten. Hierzulande ist Gewalt gegen Frauen ein Thema, das sich überwiegend im Rahmen von häuslicher Gewalt abspielt oder durch kriminelle Individuen. Das ist, was hier seit Jahrzehnten die Statistiken füllt. Und nicht 15 Männer betäuben eine Frau und vergehen sich stundenlang an ihr im Gebüsch. Spielen wir das doch mal durch. Ein kleines Gedankenexperiment vor dem Hintergrund abweichender Kulturkreise. Nehmen wir mal an, ich bin so ein Monster. Ja? Ich habe eine Frau betäubt, die liegt nun narkotisiert, betrunken und willenlos gemacht in meinem Schlafzimmer, halb bewusstlos, halb benommen. Wie viele Leute, glaubt ihr, habe ich in diesem Handy, die ich anrufen kann, damit sie mitmachen? Wen kann ich da anrufen? Hey Alter, du, ich habe eine halbtote Frau hier liegen. Magst du mal vorbeikommen, dann machen wir ein bisschen Gangbang. Wen soll ich da anrufen, der nicht nach einem halben Satz auflegt?
Und sogar wenn ich ein professioneller Schurke wäre, der ein ganzes Leben nur gestohlen, gelogen und betrogen hat, jemand, der Frauen belästigt und andere Menschen bedroht. Wenn diese benommene Frau da auf meinem Sofa liegt, bin ich dennoch innerhalb dieser Gesellschaft vermutlich ein Einzelgänger, weil sogar die meisten meiner Gangsterfreunde sich in dieser niederträchtigen Situation angewidert abwenden würden. Und vielleicht gibt es da diese eine männliche Vertrauensperson, sozusagen der beste Freund und Partner in Crime. Keine Ahnung, vielleicht weil wir zusammen im Knast waren und was auch immer das dann letztendlich bedeutet. Vielleicht kann ich so jemanden anrufen und sagen, hey Alter, vielleicht magst du die mal mitficken. Wenn ich also meine Vorstellungskraft überdehne, dann kann ich mir gerade mal ausmalen, dass es so etwas gibt und dass zwei ruchlose Kerle nach einer wilden Party gemeinsam über eine bewusstlose Frau herfallen. Ja, ich bin sicher, das ist schon vorgekommen. Aber wann und wo bitte kann ich das Handy heben und da stehen 3 Minuten später 14 Typen bereit? Welch ein Horror! Welch eine menschenverachtende Leistung da überhaupt innerhalb einer Gruppe aus Leuten mobilisiert werden muss, um das überhaupt möglich zu machen. Welch eine Herzlosigkeit. Versuche dir doch vorzustellen, inmitten dieser Gruppe zu stehen. Ja, genau. Es klappt einfach nicht. Und da will mir jemand erzählen, da gäbe es keine massiven kulturspezifischen Differenzen? Und jeder, der das Gegenteil denkt, ist ein Rassist? 15 Typen, die es kaum erwarten können, drüber zu steigen? Also auch wenn jemand hierzulande ausschließlich mit Bushido-Texten aufgewachsen ist, würde er an dieser Stelle gefrieren und denken, dass das Lichtjahre zu krass ist. Somit, nein, Platon würde nicht diese Seuche in den Straßen der Polis freisetzen. Und all das geschieht ja auch nur aus einem Grund, weil wir hier von der Idee besessen sind, dass eine vorübergehende Begrenzung einer gewissen Bewegungsfreiheit im Konflikt mit den Menschenrechten stünde. Mit anderen Worten, wir besitzen auch absolut kein Vertrauen in die Beschaffenheit der Asylwohnheime und wissen insgeheim, dass sie mehr Gefängnisse als Heime sind. Vielleicht sollten wir es aber lernen, Asylheime zu bauen, die hell sind, die positiv sind und die optimistisch sind. Wir sollten an die technischen Universitäten gehen und Architekturhochschulen und an soziologische und psychologische Hochschulen und dort hochdotierte Aufträge vergeben. Und wir sollten endlich anfangen, Philosophen einzustellen, die solche Prozesse beratend überwachen. Wir sollten gerade junge Leute einbeziehen, damit wir nicht irgendwelche scheiß Ankerzentren bauen, sondern riesige Domizile, in denen niemand auch nur für eine Sekunde auf die Idee käme, es handelt sich hier um ein Lager. Flüchtlingsheime sollten so beschaffen sein, dass sogar jemand, der dort eigentlich nichts verloren hat, da gerne hingeht, weil es dort interessanter ist, weil es dort spannend ist, weil dort großartige Kantinen sind, wo man gut und preiswert essen kann, weil dort Konzerte veranstaltet werden, weil man dort Leute kennenlernen kann, weil man sich dort Leute ausgucken kann, die man später vielleicht in der eigenen Firma beschäftigt, weil man dort Sprachen lernen kann. In Deutschland wirft man so wahnsinnig gerne mit dem Wort Begegnungsstätte um sich. Also wo sonst als dort? Aber eben strukturiert, mit Bedacht. Der Flüchtling ist ein Mensch, der aus einer Kulturtiefe auftaucht, die uns gänzlich unbekannt ist. Das muss also auch ein Prozess sein, dem Grenzen und Struktur auferlegt sind. Solche Asylheime dürfen zugleich keinen Zweifel darüber aufkommen lassen, dass der Weg nach draußen meritokratisch gestaltet ist. Somit muss dieses Heim wie eine komplexe Zwiebel strukturiert sein. Und nicht jede elektrische Zugangskarte kann jede Tür öffnen. Und die zu erwerbenden Verdienste liegen in einem positiven Bekenntnis zu dieser Gesellschaft, zu unserem Frauenbild, zu dieser Sprache und zu dem sozialen Vertrag im Mittelpunkt unseres Gemeinwesens. Nochmal, die zu erwerbenden Verdienste liegen in einem positiven Bekenntnis zu dieser Gesellschaft, zu unserem Frauenbild und unserem Katzenbild und zu dieser Sprache und zu dem... Nochmal, die zu erwerbenden Verdienste liegen in einem positiven Bekenntnis zu dieser Gesellschaft, in einem positiven Bekenntnis zu unserem Frauenbild, zu dieser Sprache und zu dem sozialen Vertrag im Mittelpunkt unseres Gemeinwesens. Und zum Abschluss noch die populärste aller Fragen, die hierzulande häufig eine massive Überbetonung erhält. Was soll denn das alles kosten? Sollte die Migrationsfrage nicht auch an die Frage der Kosten geknüpft sein? Die schwäbische Hausfrau würde sicher zustimmen. Und hat nicht Bundespräsident Joachim Gauck gesagt, wir wollen helfen, unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten sind endlich. Nun, vorweg gesagt, es ist immer eine gefährliche Gratwanderung,
wenn man Preisschilder auf Menschenrechte klebt. Da mieft es ganz schnell nach neoliberalen Denkstrukturen und sozialem Egoismus. Aber wenn die Migration tatsächlich eine massive Belastung für den Bundeshaushalt und die Bevölkerung darstellen würde, wäre das doch sicher etwas, worüber man reden müsste, nicht wahr? Ich bin es allerdings ein wenig leid, über die Frage der Kosten zu sprechen. Und ich möchte euch erklären, weshalb. Denn was sich dahinter verbirgt, ist einer der rückgratlosesten Aspekte der modernen deutschen Gesellschaft und etwas, wogegen eigentlich jeder Einzelne tagtäglich vorgehen sollte. Außer man zieht es natürlich vor, inmitten einer gigantischen Lüge zu leben. Wovon rede ich nun? Also in 2017 hat der Bund über 14 Milliarden Euro für die Migration aufgewendet. Der Haushaltsposten lautet da Flüchtlinge und Asyl. Nachzulesen beim Statistischen Bundesamt. Diese Zahl besteht aus 4 Beträgen. Erstens einmal das unmittelbare Geld, das als Sozialleistung an Asylträger übermittelt wurde in Höhe von 3,7 Milliarden Euro. Diese Beträge orientieren sich lose an dem Arbeitslosengeld II, unterschreiten es aber meistens. Zweitens, da gibt es eine Milliarde, die für die unmittelbare Unterbringung der Flüchtlinge ausgegeben wurde, also Mahlzeiten, Unterbringung, Decken, aber auch die Bezahlung von Personal, das die Registrierung und die Erstaufnahme vornimmt. Ein Betrag, der lächerlich gering ist und dies halte ich für eine massive Problemursache, aber das nur am Rande. Drittens, da sind die Integrationsleistungen in Höhe von 2,64 Milliarden. Es wäre sicher spannend, da mehr herauszufinden, was das genau beinhaltet. Vermutlich oder hoffentlich mehr als nur den üblichen Deutschkurs. Und viertens, und das ist schließlich der mit Abstand größte Posten, 6,75 Milliarden für die Fluchtursachenbekämpfung. An dieser Stelle sollte man nicht zu sehr gerührt sein, denn das hier ist zum Beispiel all die Kohle, die an den türkischen Staatschef Erdogan überwiesen wurde, aber vermutlich auch allerlei ominöse Geldkoffer, die in den Besitz irgendwelcher nordafrikanischer Warlords gewandert sind. Hier ist also der Ausdruck Fluchtursachenbekämpfung ein recht übler Euphemismus, denn hier werden einfach gewaltbereite Juntas geschmiert, damit der Flüchtlingstrack gestoppt wird. Das mag man so oder so einschätzen, aber Fluchtursachen bekämpft man damit keine. Es ist aber schwierig, Fluchtursachen zu bekämpfen, wenn der erste philosophische Schritt darin bestehen müsste, zu erkennen, dass wir selbst häufig die Fluchtursache sind. Wir müssten sozusagen uns selbst bekämpfen, unseren Lifestyle, unsere Erwartungen an diverse Preispolitik und so weiter. Unsere Gewohnheiten und das, was wir essen und was wir konsumieren. Fast jedes Handy beginnt seine Existenz in einer Coltan-Mine in der Republik Kongo, in Nigeria, in Ruanda. 14 Milliarden Euro im Jahr 2017, das klingt nach einer großen Zahl. Vergleicht man es nun mit dem Verteidigungshaushalt im selben Jahr, war dieser fast dreimal höher. Diese Zahl wird aber steigen, denn der oberste Weltführer Donald Trump verlangt das gegenwärtig von Deutschland, da er es nicht einsieht, dass die USA ganz alleine ihre schäbigen Kriege bezahlen. Ich habe anfangs gesagt, dass nicht nur Armut das Verbrechen befeuert, auch Reichtum tut es. Begeben wir uns doch mal dorthin, wo die wirklich knackigen Zahlen stattfinden. Deutschland ist ein echter Champion, wenn es darum geht, dem Staat Geld vorzuenthalten. Die Betuchten und Reichen dieses Landes bunkern Milliarden im Ausland, um es nicht dem Fiskus geben zu müssen. Dies wird von Konzernen betrieben, aber auch von vermögenden Individuen. Der Verlustbetrag liegt hierbei inzwischen bei gut 17 Milliarden Euro im Jahr. Also deutlich größer als die Kosten der Migration. Gar nicht zu sprechen von den Kosten der unmittelbaren Flüchtlinge, da ich es für etwas unfair halte, diese Beträge mit den sogenannten Fluchtursachenbekämpfungen zu vermischen, die doch durchaus ein wenig fragwürdig sind. Deutschland trägt damit den größten Verlust der Europäischen Union davon, mit 32% aller verlorenen Gelder durch Offshore-Konten und mehr oder minder legaler Steuerhinterziehung. Und dies läuft schon seit Jahrzehnten. Niemand kennt die Zahl, die da in den letzten 20 Jahren beiseite geschleust wurde. Sie ist einfach zu groß. Als vor 3 Jahren die Panama Papers explodierten, hat manch einer sich die Hände gerieben, dass nun endlich Gerechtigkeit in diese heimliche Timokratie einkehren würde. Gerechtigkeit, da ist es wieder das platonsche Kernthema. Passiert ist nicht viel. Für viele deutsche Politiker ist es ja auch ganz schwer, gegen ihre eigenen Bankettfreunde vorzugehen. Da werden große Sprüche geklopft wegen all den Gesetzesnovellen, die man da einführen werde. Am Ende scheitert alles am Willen der anderen EU-Staaten etc. etc.
Verglichen mit diesen Reichtumsorgien sind die Kosten der gesamten Migration inklusive der obskuren Schmiergelder an orientalische Potentaten einfach nur Portokasse. Und darum beteilige ich mich nicht an Gesprächen über die Kosten der Migration. Wer soll all die Flüchtlinge bezahlen? Ich habe ein ganzes Leben gearbeitet und die kriegen jetzt das ganze Geld hinten reingeschoben. Es gibt eine extrem vermögende neoliberale Bevölkerungsschicht, die seit Jahrzehnten dieses Land betrügt und verrät. Und es gibt gigantische Megakonzerne, die über die Jahre Billionen an Umsätzen gemacht haben, aber die Steuern woanders zahlen. Komisch, da demonstriert die Pegida nicht dagegen. Schuld an der deutschen Misere ist der abgerockte Flüchtling, der in gebrauchten Klamotten aus einem Bus steigt. Er hat das Land in die Schieflage gebracht. Dies ist mein stärkster Kritikpunkt am modernen Deutschland. Wir sollten so viel Stunk machen, dass Politiker und Millionäre sich gleichermaßen einscheißen. Denn hier besteht kein Zweifel an dem moralischen Recht und der massiven Ungerechtigkeit, die seit Jahrzehnten geradezu straflos am Rücken der deutschen Bevölkerung ausgetragen wird. Was ist das für eine Demokratie, wenn sie sich unfähig erweist, gegen eine solche Obszönität vorzugehen? Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hatte letztes Jahr ein Budget von knapp 9 Milliarden Euro. Hat hier jemand das Gefühl, die Bildungsinfrastruktur lässt zu wünschen übrig, die Pflege der Alten, die Betreuung der Jugend? Wer möchte mir ernsthaft ins Auge blicken und erzählen, der Flüchtling saugt das weg, während weltweit Billionen an deutschen Geldern in Steueroasen stecken? Für die Politik ist es immer leichter, sich an dem hochemotionalen Thema Flüchtlinge abzuarbeiten. Und hierbei spielt die Partei keine Rolle. Das ist kein reines AfD-Thema. Auch die klassischen Pro-Migrationsparteien wie die Linke und die Grünen tun sich leichter, sich mit ihren Positionen an den Flüchtlingen abzuarbeiten. Für alle Beteiligten ist es der einfachere, populistischere Weg, als die Finger in die wahre Wunde zu legen und der eigenen Oligarchie an den Kragen zu gehen. Also können wir an dieser Stelle die Debatte um die Kosten der Flüchtlinge abbrechen? Sie ist vollkommen lächerlich und nur eine riesige Nebelgranate, die davon ablenken soll, dass man gänzlich machtlos ist, wenn es darum geht, die wahren Verluste dieses Landes in den Griff zu kriegen. Damit hätte man vor 30 Jahren beginnen müssen, als man anfing, dieses gesamte Land auszuverkaufen durch Privatisierung, Sozialabbau und Deregulierung. Warum kann also eine platonsche Staatsdoktrin hier nicht funktionieren? Warum können wir bei dem Thema Gerechtigkeit nicht nach den Sternen greifen? Weil wir keine Philosophiefürsten haben, keine Philosophiekrieger, die uns beschützen. Wir haben einen Haufen Realpolitiker am Hals, die 90% ihrer Arbeitszeit der Partei widmen und 10% uns. Und da spielt es keine Rolle, auf welcher Seite des läppischen Links-Rechts-Spektrums man sich befindet. Man kriegt immer nur Funktionäre verpasst. Wir erleben gerade das Versagen der Demokratie. Der Pöbel wetzt schon die Messer und fantasiert von starken Führerpersönlichkeiten. Platon würde also den Schutz der Polis über die Befindlichkeiten der Einzelnen stellen. Er täte dies bei der Migrationsfrage genauso, wie er es bei der Frage des Klimawandels und der kollabierenden Ökosphäre täte. Alles andere würde ihm so richtig verrückt erscheinen. Und beide Probleme haben ja durchaus eine faszinierende Verflechtung. Wir sind also wieder am Anfang angekommen, an jener Stelle, wo ich sage, lasst euch bloß nicht polarisieren. Diese Vorstellung, dass man sich immer nur entweder bedingungslos zur Migration bekennt, weil man sonst ein Nazi ist, oder diese grundsätzlich ablehnen muss, weil man sonst linksversifft ist, diese Zäsur ist nur ein weiteres Hütchenspiel, das dieses großartige Land spalten soll. Und ich hoffe, dass es noch genug Intellekt gibt, um zu verstehen, dass es unsere moralische Verpflichtung ist, immer für Flüchtende mit offenen Armen und einer helfenden Hand da zu sein. Und reich sind wir als Land dafür genug, doch zugleich es absolut keine Veranlassung gibt, sich von kriminellen Persönlichkeiten und religiös verblendeten Spinnern auf den Kopf pissen zu lassen. Diese zwei Sachen sind nicht wirklich ein Widerspruch. Das wird nur unentwegt in den sozialen Medien so dargestellt. Willkommenskultur, ja. Strenge Auflagen, ebenfalls ja. Wir brauchen hier keine IS-Krieger, wir brauchen hier keine Massenvergewaltiger und ich denke, das Kontingent an Taschendieben ist ebenfalls gesättigt. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Flüchtlinge in ihrer Mehrheit Menschen sind, die unsere Hilfe und Unterstützung verdienen und brauchen, denn die Chancen stehen gut, dass wir direkt oder indirekt an ihrer Misere beteiligt sind. Und sogar dann, wenn wir es nicht sind, darf Humanismus kein leeres Wort sein.
Die Flüchtlinge verkörpern massives Potenzial und wir reden hier von hunderttausenden Menschen, die kennenzulernen es wert ist. Ich denke auch für viele Deutsche, die meinen Pfad gekreuzt haben, hatte es sich gelohnt, mich kennenzulernen. Und auch bei mir hatte es ein paar Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, dass Bescheißen nicht alles ist. Willkommenskultur ja, strenge Auflagen ebenfalls ja. Es ist nicht so schwer zu verstehen, außer man weigert sich, es zu verstehen.